Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Wo wir sehr schlecht dastehen, um ehrlich zu sein. Ne? Aber gut, so ist es nun mal. Damit müssen wir umgehen. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes machen können. Ich hatte mir zwar lange und oft überlegt, start das halt neu, ich habe es noch nicht hochgeladen, es hat noch keiner gesehen, ist ja egal, aber nee. Ihr kennt mich so ein bisschen, ich spiele das durch, wir gucken, was geht und was nicht geht. Das sollte ich immer noch verleihen, das Ding ist halt, solange ich kein Herzog bin, macht das keinen Sinn. Das ist halt eine Investition gewesen, die sich nicht sofort rentiert, sondern erst später. Ihr könnt Graf Gigas den Krieg, ja, könnte ich, aber kann ich nicht, weil ich habe kein Geld. Und der ist auch gar nicht so schwach. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. Das heißt, ich muss warten, bis Mai, wenn ich mich von gestern noch recht erinnere, weil dann kann ich den Papst um Geld bitten. Dann bin ich aus den Schulden raus und dann kann ich Kohle machen, ne? Monatliche Ausgaben, genau. Ja, das geht ja. Oh, da ist was dazugekommen. Ihr könnt bitten. Oh, das ging jetzt aber schnell. Wow. Ja. Bitte gib mir Geld. Danke. So. Und dann können wir Krieg führen. Getreideäcker gebaut. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Kohle. Ist auch nice. Gut, gut. Komm schon, Papst, gib mir Geld. Dankeschön. Er hat meine Notlage bedacht und entschieden, stattzugeben. Okay, ich werde sie klug einsetzen. Ich könnte wieder jagen. Kostet Geld. Jagd veranstalten in 5 Jahre. Anspannung, Prestige erhöhen. Das ist gut, das sollte ich auch regelmäßig machen. Ich könnte auch ein Festmahl machen. Kostet mehr. Vasallen ist gut. Anschüchterung, weil ich schüchtern bin. Nicht so toll. Freudenhaus. Das muss ich irgendwie wieder loswerden mit dem Freudenhaus. Aber hey. Und Hexenzirkel gründen. Ich könnte. Lol. Okay. Okay, unser Stolz ist durch Blut vereint, doch die Wahrheit spaltet uns. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir nicht länger in Angst leben müssen, sondern völlig offen zueinander sein können. Unsere Söhne und Töchter werden dazu erzogen werden, ihre Macht und dem Willen unseres Gottes aufzugehen. Der gehörnte Gott sei unser Zeuge. Ich frage mich halt, was dieses Hexerei-Ding macht. Das ist ein Verbrechen gegenüber. Ja, da muss man halt aufpassen, ne? Ob das sonst noch irgendwas macht, weiß ich nicht. Großes Ritual durchführen. Ah! Okay, dann würde ich hier ein. Okay, das wäre auch interessant. Ein Hexenzirkel. Mehr Fruchtbarkeit. Mehr gute Gesundheit. Komplott ist nicht so gut. Und unser Widerstand ist besser. Ist halt riskant, ne? Aber jetzt machen wir erstmal das mit dem Krieg. Heißt, ich darf hier. Moment. Du dürftest mal den Anspruch fingieren. Da drauf. Glaube ich, weil ich habe ja bisher bloß Ansprüche auf Sacré, genau, falls man das ausspricht, keine Ahnung. Und Zürich, was halt schon weit weg ist. Und mit dem muss ich jetzt nicht Krieg führen. Zürich ist halt irgendwo da drüben. Ja, ist schon ein bisschen weit weg. Ich will mich nicht zu sehr spalten, das ist das Ding. Vielleicht kann ich mir Zürich irgendwann später holen. So. Das heißt, ich kann mir Sankere holen. Sankere, wenn man es auf Deutsch aussprechen würde. Der Bauverlangsamung. Und Volksmeinung ist aber gut. Banditen ausgemerzt. Okay. Französisch, Katholizismus, in Ordnung. Er hat keine Verbündeten und er ist uns unterlegen. Er hat aber Fußvolk, das ist halt die Sache. Wir haben aber 342 Aufgebote und Elite, Krams, das ist gut. Das heißt, das probieren wir mal. Das Ding ist, ich muss hier noch ein bisschen gucken,
Ebenen, Ebenen und Ebenen. Okay, da ist eine Burg, aber alles Ebenen. Das heißt, dem erkläre ich jetzt den Krieg. Über diesen Anspruch kostet mich 100 Prestige, glaube ich, ist das. Ja, easy, kein Thema. Go. So, dann Truppen ausheben, alles was wir haben. Hallöle. Und dann warten wir kurz, bis die voll sind. 205, 207. Ich glaube, das ist das Maximum aktuell, oder? Nee, da müsste doch mehr gehen. Jetzt ist der auf einmal nicht mehr unterlegen, schaut's mal. Ebenbürtig. Okay, dann... Es ist halt seltsam, weil eigentlich stand hier von 300, so grob. Ich kann meinen Verbündeten rufen. Das kostet sehr viel. Okay. Der hat halt auch Ritter. Ebenbürtig gefällt mir nicht. Das ist gefährlich. Der hat einen Kampfwert von 15. Ich habe einen Kampfwert von 16. Wer ist denn da der Anführer von dieser Armee? Kann ich das anschauen? Beute, Steuer. Ja, schauen wir mal, ob das noch voller wird. 213. Na? Also der Balken ist noch nicht ganz voll. Getreidesäcke gebaut. Säcke. Ja, das ist okay. War's das? Theoretisch müsste da noch was gehen. Plus 5 pro Monat. Okay, das dauert also noch. Ja, wahrscheinlich war ich noch zu schwach. Er hat nur 4 Ritter, aber er hat 15 und ich habe nur 16. Das ist nicht so super. Als Befehlshaber habe ich jemanden... Warte mal. Der besser geeignet wäre. Nein. Nicht wirklich. Er ist auch ein Ritter. Welche Ritter habe ich denn? Den, 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 den und den. Also 2 schlechte Ritter. 2 gute Ritter. Jeder Punkt gibt Zähigkeit und Schaden. Okay. Also es ist halt sehr riskant, wenn ich da jetzt rüber renne. Ne? Ich sollte auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen warten. Doof, ich dachte, das geht schneller. Elite, Güte, Ritter. Ritter bin ich ja voll, ne? Mehr Ritter kann ich nicht haben. Also das geht noch auf 231 hoch, darauf sollte ich mindestens warten. Und dann ist die Frage, was mache ich? Weil wenn ich den hinzuziehen möchte, dann kostet mich das eine ganze Menge Prestige. Das finde ich jetzt nicht so gut. Weil nur weil er dabei ist, heißt es ja auch dann nicht automatisch, dass er mir wirklich hilft. Na, der hat halt kaum... Also das ist halt schon sehr teuer, den dazu zu rufen. Wäre ein Rieseninvestment. Weiß ich noch nicht, ob ich das tätigen möchte. So, ich könnte mal jagen. Wieso nicht? Ja. Vergeben. Okay. Wo sehe ich denn, wie viele Ritter ich haben kann? Das müsste beim Militär... Ja, 5 Ritter. Wie kann ich denn mehr Ritter machen? Weiß keiner, ne? Ein Kriegsfallregiment kann ich mir nicht leisten. Ist zu teuer. Das wäre jetzt ganz gut gewesen. Nicht ausgehobene Truppen, 0. Söldner gesamt, okay. Ja, der ist halt sehr... Geht halt nicht, ne? Ist halt zu krass. Er ist Ritter und das war's.
Wieso will ich den eigentlich loswerden? Also ich meine, der hat auch einen Erben. Verstehe ich jetzt nicht. Also was bringt es mir? Die Baronie? Weg. Also, ne? Ist halt. Weiß nicht. Weil wenn ich gucke, hier ist Baronie. Das möchte ich mal gucken. Guck, da ist ein Bürgermeister drin. In der Stadt. Das ist eine Baronie. Da herrscht er selber. So. Und da herrscht ein Baron. Für ihn. Der ist ein Vasall. Also müsste ein Vasall sein. Mündelaffären, Freunde, Familie, Hof, Vasallen. Genau, also wenn ich jetzt hier mal gucke, der da hat als Vasallen 6 Stück. Der hat den da, das gehört einfach so. Das heißt, den umzubringen, bringt mir eigentlich gar nichts. Glaube ich. Er mag mich auch. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Der mag mich nicht. Der Höfling. Na, deswegen sollte ich das vielleicht nur erlauben. Na gut, dritte Effektivität 100%. Das passt soweit. Aber nachdem wir hier ebenbürtig sind, ich meine, ich habe einen Ritter mehr. Das macht schon viel aus. Aber die Plänkler. Euer Aufgebot hat 10 Schaden, 10 Fähigkeit. 10 Schaden, 10 Fähigkeit. 10 Schaden, 16 Fähigkeit. Das heißt, der ist auf jeden Fall stärker. Da muss ich aufpassen. Die Trophäe. Ich habe jetzt schon jeden Stein zweimal umgedreht und noch immer keinerlei Spur von Jagdwild. Alle erwarten von mir, dass ich triumphierend mit einer Trophäe zurückkehre. Doch derzeit sieht es danach aus, dass ich nur Schande mit nach Hause bringe. Ihr erhaltet demütige Ehrlichkeit. Anspannung, weil ihr arrogant aufweist. Ich bin arrogant. Meine Anspannung ist derzeit in Ordnung. Ja, Jagdtrophäe. Prestige. Ja, oder ich gib's einfach auf und das war's. Und ach, das Gold, ne? Verkacken wir mal. Ist in Ordnung. So, und dann probieren wir jetzt das einfach aus. Go. Gehen jetzt dahin. Probieren wir es mal aus. Was das macht. Vielleicht klappt's ja. Wir haben Glück. Oder wir verkacken komplett. Mal sehen. So, dann machen wir uns mal. Alles klar. So. Krieg, Krieg, Krieg. Wir werden verkacken. Das ist eine dumme Entscheidung. Ich habe wahrscheinlich nur auf die Aufgebote geguckt. Und es war Rückkehr aus der Wildnis. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns. Während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild auf die Rückreise vorbereiten. Ja, meine super große Beute. Es war gewöhnlich ein Abenteuer, um Wild zu folgen, aber hat sowohl Gutes als Schlechtes Überblick. Fertig, okay. Ja, ja, gut so. So, der rennt mir entgegen. Das heißt, Warte mal. Oh, 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 oh. Plus 1, frühe Phase. 220, Elitegüte, Elitegüte. Wir kämpfen auf Flachland, so wie es auch schon. Unser Ritter Adolf Gross wurde verwundet. Oh, das ist nicht gut.
Befehlshaber wurde erschlagen. Aha, super, toll. Ja, sieht so aus, als würden wir das verlieren. Ne? Wir konnten niemanden erschlagen. Wir wurden verstümmelt. Wir konnten jemanden verwunden, aber das ist zu krass. Ritter konnte verwunden, okay. Aber der macht uns kaputt. Unser Ritter wurde verstümmelt. Niederlage. Aua. Naja, war nicht so ebenbürtig, ne? Autsch. Okay. Naja. Geht so. Leerer Ratsposten. Ja, da ist jemand gestorben. Super. Dann wird der jetzt unser Kriegsminister. Wenn ich den jetzt zuweise. Ja. Dann will der will im Rat bleiben. Der Baron. Deswegen wollte ich den loswerden. Jetzt checke ich, warum ich den loswerden wollte. Ja. Die zieht sich aber weit zurück. Ist nicht so gut. Okay, Gräfin Margarete erhielt schwanger. Das ist interessant. Gut. Schwanger ist gut. So. Ich könnte natürlich wieder einen Ritter brauchen, ne? Ah, habe ich. Okay, passt. Genau, ich wollte ihn zwingen. Der ist verstümmelt, der kann gar nichts mehr. Ja. Das ist natürlich doof, aber kann ich jetzt auch nicht ändern, ne? Aufgebote, es wird noch dauern. Der Kampf hier wird sich lange ziehen. Ich glaube halt, dass ich das komplett schlecht spiele. Also komplett schlecht. Baron rufen. Das Ding ist halt, der hat nur 100 Truppen. Aufgebote und das war's. Na. Na gut, zeig mir mal, was das hier jetzt macht. Rudolf hat Meinung erhalten. Geheimnisse des Körpers. Ich bin fasziniert vom menschlichen Körper und all den Geheimnissen, die er noch immer vor uns hat. Ständig gehen mir Fragen über Leben und Tod durch den Kopf. Es ist schön und gut, Schriften über das Thema zu lesen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich durch praktische Forschung weit mehr lernen könnte. Verdienen Respekt, möglicher Bildungsweg, Lebenswandel. Ich werde an einem Leitner untersuchen, welche Schäden Krankheiten Körper aufzufügen. Ja, mach das mal. Freundlich Austausch, euer Ratsmitglied. Adolf ist verstorben. Ja, das war doof, aber es passiert nun mal. So, schauen wir mal. Geheimnisse des Körpers. Ich versuche möglichst flach zu atmen, während ich mich durch die verworrene Masse schleimiger, geschwollener Eingeweide wühle. Wie aus dem Bauch der Leiche treten, aber es hilft nichts. Der beißende Gestank der Verwesung füllt meine Lungen und lässt mich würgen. Dann reißt etwas auf und ein Strom zähflüssigen gelben Sekrets ergießt sich über den Operationstisch. Was war das denn bitte? Vielleicht kann Mafalda mir helfen? Na? Die findet mich eh schon nicht so toll. Warum? Kurze Herrschaft, Kultur, schüchtern, niederlich, bäh. Und arrogant. Die mag ja gar nichts von mir. Oh. Grabschänder. Okay, Anspannung, ja. Dann lassen wir das. Ist in Ordnung. Anspannung ist nicht gut. Sollte nicht zu viel mit Anspannung spielen. Okay, der will mich jetzt abfangen.
Ja, schafft er auch. Ich hätte andersrum gehen sollen. Läuft nicht so toll. Verbündete Kombattanten getötet. Ah! Der Blödbaron ist tot. Okay. Dann kann ich endlich im Rat jetzt jemanden einsetzen, der ein bisschen was drauf hat. So. Eine Augenklappe. Glückwunsch. Okay. So. Und dies gehört jetzt dem, der mich wahrscheinlich nicht mag, weil sein Vater liegt mir tot ist, ne? Ach, der möchte einen Sitz im Rat. Ja, der Pech hat. Kriegt er jetzt nicht. Der kann halt nichts. Muss man sich verdienen. Das muss man sich halt verdienen. Hm, läuft nicht so gut, ne? Läuft einfach nicht so gut. Noch ein Ritter weniger. Puh. Ich glaube halt nicht, dass ich noch zurückkommen werde, ne? Neue Armee abteilen ist auch nicht so gut. Halbieren? Nö. Okay. Ja, schauen wir mal, ob wir die irgendwie nach Hause bringen können. Das sieht nicht gut aus, aber müssen wir mal schauen. Der Krieg wird sich sehr lange ziehen. Das ist nicht so toll. Das Ding ist, wenn ich jetzt halt Friede mache, dann, ne, ist nicht so gut. Ah, hier kann ich Verbündete rufen. Nee, kann ich nicht. Würde ich gern können, kann ich aber nicht. Okay. Krass, also da... Aua! Kein Befehlshaber. Das ist nicht so gut. Wir sind noch gut versorgt. Bewegung gesperrt. Ja. Okay, also noch fängt er mich nicht ab. Geht noch. Das mit den Rittern ist halt doof, ne? Zwei Ritter sind schon tot. Aber der Gute lebt noch. Die beiden sind noch ganz gut. Das passt. Nachfolgelinie. Biosohn. Boson. Okay. Meine Tochter. War ja klar. Aha. Brigitte, Patricia, Helen. Okay. Dann wird's Helen. Gräfin Margarete, große diplomatische Expertise. Okay. Das ist schön. Das ist echt nice. So, ein gegnerischer feindliche Armee in der Nähe sind. Ja, da muss ich aufpassen. Kann ich die halt zurück? Ich meine, vielleicht sollte ich die auch einfach hier stehen lassen. Kann ich eine Bewegung auch wieder abbrechen? Vielleicht. Naja, mal gucken, ob ich die Aufgebote irgendwann zurückbekomme. Ich meine, 3 pro Monat ist halt nicht viel, aber hey, so ist es halt. Ich kann bis zu 236 Ritter. Ist halt die Frage, braucht man einen Befehlshaber? Ja, Ritter fehlen mir hier noch ein paar, ne? Ich hab zwar die Ritter. Aber irgendwie will da kein Ritter rein. Schade.
Also ich hätte schon gerne mehr Ritter, aber irgendwie geht das nicht. Oh. Da ist jemand bloßgestellt worden. Tja, dann. Aber ich lerne noch so einiges. Also das ist schon Graf Eckehard beeinflusst. Hat Meinung erhalten. Ah, das ist gut. Vielleicht kann ich mit dem ein Bündnis schmieden. Das wäre richtig praktisch. Der hat 300 leichtes Fußvolk. Das ist krass, Mann. Werte des Ehepartners, ja. Wenn ich da irgendwie Fuß finde. Aber ich glaube, da geht nichts. Oh, ich werde angegriffen. Na, schauen wir mal. Wie würde das denn funktionieren? Söldner. Ah, wie kann ich denn Söldner? Wenn du einen Krieg verlierst, kannst du Ruder Söldner anheuern. Kosten Geld. Söldner. Ist es das hier? Abteilen? Nein. Navigiere zur Ansicht Truppen anwerben und wähle eine Söldnertruppe aus. Söldner. Ah ja. Ich habe kein Geld. Die sind ganz schön teuer. Schade. Ja, kann ich halt nicht, ne? Aber interessant. So, ich wollte ja gucken, ob ich mit dem ein Bündnis schmieden kann. Dazu müsste ich mal gucken, dass ich eins meiner Kinder vereheliche nach. So, wie heißt er? Graf Eckhard. So, könnte ich mal gucken. Ah ja, auch interessant. Hat viele Ansprüche. Aber da geht kein Bündnis. Ich brauche jetzt erstmal ein Bündnis. Ein Bündnis. Der ist 55. Oh mein Gott. Bündnis. Bündnis. Okay. Gibt es hier eine Suchfunktion? Es gibt Filter und Sortieren. Aber. Ja gut, wahrscheinlich indem ich da drauf gehe, da drauf gehe. Und hier dann sag Heirat arrangieren. Ach, das ist eine. Das ist ein Frauchen. Adelinde. Ja, das ist natürlich doof. Geschwister. Eckehard. So. Meine gute Sophia. Wird nicht annehmen. Weil will kein Bündnis. Hat keine gute Meinung. Okay. Trotzdem sollte ich gucken, dass ich meine Kinder verscherbe. Bündnis. Was kann denn dieser Prinz? Oh, der hat eine Menge. Oh, der hat eine ganze Menge. Der würde sogar annehmen. Kinder würden zwar dahin gehen. Das will er nicht, das ist klar. Aber das Bündnis ist gut. Das Bündnis ist sehr gut. Der ist richtig viel wert. Dann gucken wir mal, was wir mit der anderen Tochter noch machen können. Die kann zwar noch nichts und alles, aber hey. Unterrichten sollte ich sie natürlich auch. Wieso darf ich sie nicht unterrichten? Okay, das gucke ich mir gleich an. Erstmal Heirat arrangieren. Okay, machen wir nochmal so.
Wieso macht er das jetzt so komisch? Muss ich das verstehen? Oder ist sie zu jung dafür? Wahrscheinlich. Ja gut, dann warten wir da halt noch ein bisschen. Münde. Ich hab den da, Rudolf Well und Sophia Fels. Die wird dann von mir unterrichtet? Ja, okay. So, der will meine Armee schon wieder angreifen. Vielleicht sollte ich dann abhauen. Bevor es zu spät ist. Na? Oder ich gehe da runter. Vielleicht kann ich hier so ein Schnippchen schlagen. Mal gucken. Seid gegrüßt, Graf von Altogern, nehme ich an. Boom. Cool. Machen wir kurz Pause. Machen wir kurz Pause. So, ihr könnt Vasallen rufen. Den Prinzen. Das kostet gar nicht viel. Guckt mal, das kostet nur 150. Dann rufen wir den jetzt mit in den Krieg. Ja. Außerdem tritt Krieg bei. Okay, pass auf. Seid gegrüßt, ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch bei mir im Religionskrieg anzuschließen. Ihr setzt was ein, das ist in Ordnung. Ich trete im Krieg bei. Ist die Frage, ob ich die bekomme oder nicht, die 750. Das wäre natürlich sehr nice. Sieht aber nicht so aus. Na gut. Das ist mein Bekanntheitsding. Gut, gut, gut. Seid gegrüßt, er wird sich anschließen. Nice. Okay. Die Frage ist nur, ob er dann jetzt auch was schickt. Ah, jetzt hat er mich abgefangen. Das ist nicht so toll. Ich habe zwar einen Ritter mehr, aber das scheint nicht viel zu machen hier. Das ist ziemlich egal, ne? Der macht... Oh, ich habe das gewonnen. Ich habe die Schlacht gewonnen. Ha! Das gibt Ruhm. Und Kriegspunkte. Das ist sehr gut. Okay, ich habe eine Schlacht gewonnen. Ich habe zwar wieder einen Ritter verloren. Bruder Konrad ist verstorben. Uff. Bruder ist tot. Keine Schultheiße eingesetzt. Gemeindenkorruption. Ja, das wissen wir ja, dass das passieren kann. Es wird persönlich... Oh, das gucken wir gleich mal. Verbündeter tritt bei, ihr tretet bei. Okay. In unseren letzten Briefen brachte Graf Eckhard von Chalon das Bedürfnis zur Sprache, dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren könnten. Natürlich könnte ich dafür sorgen, dass sich die nächsten Briefe sich mehr um ein Thema drehen, das ihnen am Herzen liegt. Ja, das wäre gut. Was ist der denn? Er ist... Er hat keinen Krieg aktuell. Na? Also hier müssten ja die Kriege stehen. Diplomatie, verbündet, 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 verbündet. Er hat Ansprüche, aber keine Kriege. Wenn ich bei mir gucke, steht hier Krieg, Krieg, Frieden, Frieden, verbündet, blablabla. So, der hat keine Kriege aktuell, gar nichts. Weder Verbündete noch sonst was, so wie es ausschaut. Deswegen, ich werde dich geschickt in künftige Briefe einfließen lassen. Kriegsgeschick. Er hat Kriegsführung. Das ist gut. Er ist schüchtern, zynisch, und lüstern. Er hat fähiger Taktiker, das ist nicht schlecht. Moment kurz. Okay, ja, also Krieg wäre, ne? Das Regieren als Reich ist sicherlich von Interesse von ihm. Leichtsinnig, Plünderer, Stratege, einbeinig, galant. Also er ist schon sehr kriegsorientiert. List- und Ränkespiel, boah. Aber ich glaube, Kriegsgeschick ist das, was ihn am meisten auszeichnet. Das sollte er auch wissen. Mal Schwerpunkt Strategie, Kriegsführung, das ist ein richtig guter Stratege. Der kann was. Der kann was, der kann was, der kann was. So.
Sieg, das ist genau das. So. In seinen anderen Schritten erklärt mein Abstecher in persönliche Themen. Jetzt muss ich nur noch vorgeben, etwas über Kriegskunst zu wissen. Ja. Okay. 10 Meinungen. Gut, cool. Okay. Schauen wir mal, was wir hier jetzt machen können. Ritter ist ein bisschen, ne? Ich könnte die Armee mal auflösen. Aufgebote brauchen bis 6 Tage für die Heimkehr, weshalb es länger dauert, bis sie wieder auszuheben. Ja, löse erstmal auf. Das passt schon. Der zieht sich zurück, ich kann das gerade machen. Und mit Rittern muss ich halt gucken. Korruption gesenkt. Sehr schön. So, und Militär... Ja, ich habe keine Ritter mehr, ne? Das ist ein Problem. Den würde ich gerne noch an den Hof rekrutieren, weil der ist gut. Aber das kostet halt viel Geld. Kann ich den beeinflussen? Wahrscheinlich gerade nicht. Kostet auch Anspannung. Also schüchtern ist schlimm. Schüchtern ist sehr schlimm. Ich könnte ihn zur Hexerei bekehren. Auch lustig. Ein Hexenritter. Verführen. Ja, nein. Kostet das Anspannung? Nö. Seltsamerweise nicht. Aber ich mache hier gerade den Quatsch, deswegen... Also ganz zu sollte sie schon sein. So. Deswegen, ja. Lassen wir mal Ritter nur 4. Ich muss mal gucken, ob ich mir den bald hole. Sieg haben wir. Lehrerratsposten. Ehrlich? Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Was ist denn da passiert? Weiß wieder keiner. Fremde Angelegenheiten. Mach mal heimische Angelegenheiten so ein bisschen. Ja. Die hilft gut. Der macht mir kein Geld, weil ich nichts habe, was Geld bringt. Der macht Steuern. Entwicklung. Ich habe halt gerade nicht so viel mit Steuern, ne? Kultur. Steuern erhöht. Aufgebote vergrößert. Kultur fördern. Aufgebote vergrößern. Mehr Kontrolle. Aber ich glaube, Kontrolle sieht okay aus. Das ist bei 100. Das passt. Die macht Komplotte unterstützen. So gut wie es halt geht. Und der macht Aufgebote organisieren. Ja, das ist gerade wichtig. Ich brauche gerade Aufgebote. Ritter verbessern ist auch gut. Das gibt es später wieder. Mehr Kontrolle. Nein, 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 nein. So, Sieg. Aha. Innerhalb des Zieltitels werden alle Titel übernommen. Okay, wir haben Angriff Krieg gewonnen. Er erhält sämtliche Territorien. Die Verbündeten teilen sich basierend auf ihrer Beteiligung auf. Na gut. Von seinen Verbündeten. Beteiligung, Hingabe, okay. Eiferer. Kriegsbeteiligung, 0 Punkte, 0 Punkte. Na gut. So. Wenn ich jetzt aushebe. Achso, nein, das wollte ich gar nicht. Naja, gut, okay. Seine Armee ist noch da hinten. Müssen wir mal gucken. So, kann ich dem jetzt sagen, wenn ich hier auf diesen Krieg drücke, hier, du, schick mal bitte Zeugs. Kann ich nicht. Der ist nur dabei, aber das war's. 8 Ritter hat der. Das ist natürlich solide. Der ist groß, der ist schon groß. So, deswegen kann ich gerade nichts. Punkte sehen nicht so gut aus, schauen wir mal. Der hat auch Verbündete? Oh, oh. Der hat auch Verbündete. Nein, hat er nicht. Steht zwar eine 1 dran, aber stimmt nicht. Okay, na gut, na gut, na gut. Kultur fördern, Aufgebote vergrößern. Ja, das dauert halt jetzt. Ne? Wie viele kriege ich? 3 pro Monat, das ist nichts. Aber okay. So. Kann ich denn mal wieder eine Entscheidung fällen? Ein Festmahl ist teuer. Mit dem Gold wollte ich irgendwas anderes machen. Ich wollte den Ritter haben. Ja. Ich verliere auch keine Anspannung und nichts, das bringt nichts. Was, warum, wie?
Es gibt keinen ruhigen Moment. Meine Tochter und Erbin Sophia steckt so voller Fragen. Ich versuche nach Kräften, ihre Neugier zu ermutigen, doch der ständige Strom von Gedanken und Fragen treibt mich an den Rand der Erschöpfung. Wenn ein Vater und eine Mutter einander sehr, sehr lieben, ja. Oh, neugierig. Das ist gut. Okay, cool. Schöne, hier, wie heißt's? Eigenschaft. Sehr schöne Eigenschaft. Okay. Ah, da greift... Nee. Leibwächter von Gwendolyn. Feindarmee. Hauptmann. Und zu wem gehört der? Wo kommen denn auf einmal 700 Truppen her? Uff. Christliche Plagen. Nee, Pilger. Christliche Pilger im Heiligen Land erleben schiere Martyrien. Und die Wege dorthin sind voller Gefahren. Zum Schutz der Pilger und um Jerusalem für Christus und seine Gläubigen zu sichern, hat seine Heiligkeit Papst Nikolaus die Möglichkeit einer groß angelegten Invasion durch vereinte christliche Heere in Betracht gezogen. Okay. Ja, aber das tät mich mal interessieren. Wer ist das? Was macht diese Truppe da? So, ich bekomme nicht gesund, hätte ich gern. Geht nicht. Selbsterkenntnis. Naja. Wahrscheinlich muss man alles machen. Das ist ein bisschen schade, aber ist okay. Diese Armee. Gehört die wirklich dahin? Leibwächter von Gwendolyn. Feindarmee. Ja. Das ist ja heftig. Wie kann der sich denn auf einmal so viele Aufgebote... Söldner. Der hat sich Söldner gekauft. Uff. Das ist ja heftig. Beeinflusst Meinung. Sehr schön. Der hat Söldner gekauft. Ist der wahnsinnig. All sein Gold weg. Hinterlistig sprunghaft. Ja, gut. Graf Eckhart ist gestorben. Ihr könnt ihn nicht mehr beeinflussen. Wow. 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 Just wow. Ernsthaft? Ich wollte einen Ritter zur Hexe machen. Das war also einen möglichen Ritter zur Hexe. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, beeinflussen ist das. Machen wir mal, ne? So. Später. Weniger Ritter. Ja, genau. Aber ich habe noch nicht das Geld, weil der da. Das ist mein. Ja, seine Eltern sind. Der ist tot, genau. Er möchte einen Sitz im Rat, aber der kann halt nichts. Okay, 8 oder 9 ist nicht so groß. Der Unterschied tatsächlich. Allein. Whatever. So. Baron Eus als Verbündeten rufen. Ja, aber der hat halt keine Truppen und kostet 57. Mach ich nicht. Fest mal veranstalten, bringt mir nichts, kostet nur Geld. Ritter einladen ist 10 Jahre nicht verfügbar. Okay. Ja, und der kostet halt 80, ne? So, wenige Ritter, verbündet, das ist egal. Anspruch fingieren. Was macht denn mein... Der macht gerade das hier. Ja, aber noch mehr Ansprüche wollen. Ich muss erstmal den da durchsetzen. Das sieht schon schlecht aus, weil... dieser Typ hier auf einmal Söldner angeheuert hat. Das ist halt... Uff. Die Gläubigen rüsten sich zum Krieg.
Ein päpstlicher Gesandter erreichte meinen Hof mit Kunde aus dem Vatikan. Papst Viktor fordert alle christlichen Herrscher auf, zu den Waffen zu rufen. Als katholischer Graf wird von mir erwartet, dass ich meine Männer auf die Unterstützung dieses heiligsten aller Kriege vorbereite, den die Weltkirche selbst gutheißt. All jenen, die den Kampf gegen die üblen Ungläubigen schützen, die die heiligen Stätten von Jerusalem schänden, verspricht der Heilige Stuhl umfassende Absolution von allen Sünden und einen garantierten Platz im Himmelsreich. Okay. Finanziell unterstützen? Nö. Ich verspreche Ausgerufen Heiligen Kreuz Anschluss, sobald dieser beginnt. Frömmigkeit. Okay, die Kriegskasse hält Zeug und Zeug. Vielleicht sollte ich mir überlegen. Ja, dann bin ich ja super frömmig. Ist das jetzt der Papst? Oh, dann ist ein Papst gestorben. Okay. Warte mal. Der hat Vasallen. Krass. Naja, gut. Okay. Der ist gierig. Nee, ja, doch. Ja, nö, werden bereit sein. Gucken wir mal, was das macht, ne? Die Frage ist halt, kein Begünstigter. Ihr habt da in Großrichtung keinen Begünstigten ausgewählt. Ah ja. Okay. Spannend. Wir sind voll am Arsch. Das sieht schlecht aus, aber vielleicht wird es ja noch besser. Mal schauen. So, die Frage ist, kann ich hier jetzt Frieden machen? Wird nicht annehmen. Nein, okay. Wäre cool gewesen, will aber nicht. Es wäre halt cool, wenn mein Verbündeter mal was macht, aber der macht halt gar nichts. Wo ist denn der? Es wäre auch mal interessant zu wissen. Verteidiger kontrolliert Kriegsziel. Oh, ah, deswegen. Ihr habt 50 eingesetzt. Nicht so toll. Ja, warte mal. Also der ist im Krieg dabei. Nice. Aber der ist halt da hinten, ne? Und macht nichts. Der hat zwar Truppen. Wäre halt nice, wenn er auch mal herkommt, aber... Will er nicht. Okay, ja, das schaut ziemlich bescheiden aus, würde ich mal sagen. Weil er hält halt das Kriegsziel. Das heißt, das werde ich auf Dauer nicht gewinnen. Er muss halt nur die Söldner... Kosten die nicht Geld? Er macht Geld pro Monat. 100 Fußvolk hat er wieder. Kostet auch Geld. Söldner kosten auch Geld. Uff. Ich meine, ich kann mir den Ritter noch holen, klar, aber gegen so eine Armee habe ich gar keine Chance. Ja, angeblich unterlegen, aber die haben halt Söldner. Das ist halt... Man darf Schulden machen, um Söldner anzuwerben. Warte. Ich darf Schulden machen, um Söldner anzuwerben? Zu sehr verschulden müsstet. Okay. Ja, das sind die Leibwächter von Gwendolyn, genau. Die hat der.
Tirolkrieger. Ja, aber ich habe das Gold nicht, deswegen bringt mir das alles nichts. Also das mit den Söldnern ist cool, ist aber auch nervig, weil, ja. Okay, kann ich das da bekommen? Schauen wir mal. So, ich könnte mir jetzt diesen Ritter holen. So, jetzt habe ich einen Ritter. Bam, und der kann was. Aber bringt mir alles nichts, weil den Krieg hier verliere ich. Es wäre halt cool, wenn der Typ mal runterkommen würde, aber will er nicht. Zur Hexerei konvertieren, die Zeit ist gekommen. Ich kann Vignant nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu erkennen, doch ich habe alles in meiner Machtstunde getan, um seinen Geist dafür zu öffnen. Ich bete zu der gehörende Gott, dass Vignant in unseren unschuldigen Gesprächen und den heiligen Schriften, die ich in seinen Gemächern hinterließ, irgendwas fand, zu dem eine Verbindung spürte. Nun muss ich zu ihm gehen und eine Einladung zu einer Messe mit der gehörende Gott aussprechen oder dieses Vorhaben aufgeben. Ja, dann mach mal. Zur Hexerei konvertiert. Neue Novizen. Ich beobachte die schlafende Gestalt von Vignant, während ich ein Stoßgebet an der gehörnte Gott richte. Kaum kommt mir das letzte geflüsterte Wort über die Lippen, regt er sich, als hätte sein Unterbewusstsein genau auf diesen Augenblick gewartet. Als ich aus den Schatten hervortrete und Vignant den Segen von der gehörnte Gott erteile, ist da keinerlei Furcht oder Zögern an ihm zu erkennen. Nein, seine Hingabe kommt aus vollem hungrigen Herzen. Okay. Beendet. Vignant erhielt ein Geheimnis. Hexe. Er erfährt von meinem Geheimnis. Und er mag mich mehr, aber nein. Ich will nicht, dass das jemand weiß. Wieso auch? Muss er nicht sein. Anspruch fingieren. Ja. Ah. Ja, das ist schön, aber mit dem Bistum kann ich nichts anfangen und diese Baronie ist nicht so gut, wenn das Ding direkt gehört. Also, nein. Der 1000 Truppen. Das ist schon krass. Verschuldet er sich nicht sehr stark? Mein Prestige ist auch niedrig von ihm, aber... Sehr spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Na gut. 20 Tage. Dann lassen wir es mal noch. Ich werde halt den Krieg verlieren, weil mein Verbündeter nicht auftaucht. Er könnte zwar, will aber nicht. Und das ist ein bisschen schade. Werte des Ehepartners erhält Diplomat. Fraktion gegen uns geschaffen. Bauernpöbel. Okay, das müssen wir gleich mal gucken. Diplomat ist plus 3, Meinung... das ist stark. Verbindet. Ansprüche. Wo sehe ich die Fraktion gegen mich? Da nicht beim Reich vielleicht? Hier, Fraktionen. Unzufriedenheit. Kann ein Ultimatum stellen. Ein Mitglied. Grafschaft. Avaloy. Hä? Ist es der da? Nö. Wo ist denn das? Da unten! Was haben wir denn hier für ein Problem? Geht so. Volksmeinung. Fremde Kulturgruppe, Angriffskrieg. Ja gut, aber das wird sich ja irgendwann ändern. Hoffe ich mal. So, leider kommt mein Verbündeter einfach nicht runter. Er hat zwar gesagt, er macht mit, aber er macht dann doch nicht mit. Schade. Sehr schade. Oh Gott. Na gut. Dann... Oh, was ist das? Meine Armee. Okay, gut. Beginnt... Oh, Krieg beginnt gleich. Okay. Huch. Kreuzzug für Jerusalem. Ich wollte hier noch gucken, was das macht, aber gut, ich kann nicht.
Ich weiß nicht, was genau das macht, aber schauen wir mal. Okay, Kreuzzug für Jerusalem. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Jerusalem zu bringen. Mit rechtschaffener Wut brennend bricht die von Papst Viktor aufgestellte Großarmee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen und sich ihren Platz im Himmelreich zu verdienen. Das holt. Okay. Gut. Wo ist das? Muss ich jetzt bis da runterlaufen? Das ist halt jetzt die Frage. Muss ich jetzt bis da runterlaufen? Oder was muss ich jetzt da machen? Greift diesen Typen an. So. Jerusalem. Wir haben 25 Verbündete. Boah, wie groß das ist. Krieg begann vor 17 Tagen. Okay. Wir haben Truppen, die haben Truppen. Aber wir müssen die doch irgendwie zusammenbringen, oder? Es bringt ja nichts. Verbündete Armee. Wenn wir da jetzt rumhampeln und das war's dann. Schutz gegen Fraktionen. Vasallen treten Fraktionen unzufrieden, Meinung erhöhen. Oder gefürchtet werden. Okay. So, der ist verbündet, der ist verbündet. Nürnberg, Regensburg. Ich werde halt später dazu stoßen, denke ich mal. Nicht jetzt sofort. Ja. Okay. Der verschuldet sich tatsächlich nicht, obwohl er krass irgendwie hier Zeug macht. Oh! Armee von Paris, ja, die wird mir nicht helfen. Der wird mir nicht helfen. Dieser Krieg geht schlecht. Mit Genuss. Ich nahm Rudolf mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann. Mit dem Bogen spielen kann. Und zu meiner Überraschung begegnet er einem verwundeten Reh. Als er mir das hier zeigte, wiesen die Wunden auf einen langsamen Fall von Tod. Und Rudolf lächelte nur. Es war nur ein Tier. Sadistisch. Ist nicht so gut. Ehrgeizig. Paranoid. Nee, dann wird er ehrgeizig. Weil sadistisch gefällt mir jetzt nicht so gut. Warte, 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 wer ist denn Rudolf? Ist nur ein Mündel und ein Neffe. Ja, kann mir ja egal sein. Kann mir ja egal sein. Muss ich mich ja nicht anspannen, wer ist ja nicht mein Sohn. Na, what gives? Wen interessiert's? So. Okay, also die Armeen, die laufen jetzt. Das ist eine neutrale Armee, das ist eine verbündete Armee, aber nichts davon wird mir helfen. Der wird wahrscheinlich... Ihr bezahlt Gold. Beteiligung, ich setze Dings ein. Ihr verliert Anspruch. Unzufriedenheit. Ja, aber wird nicht annehmen, ne? Muss er ja auch nicht. Also das mit den Söldnern ist doof. Das ist sehr doof. Das ist ultra doof. Also das mit den Söldnern ist bitter. Ich kann mir halt auch kein... Ja, aber die werden nicht angreifen. Das ist Paris. Das ist Dijon. Chalon. Keiner von denen wird mir helfen wollen. Weil mein Verbündeter ist halt... Warte. Wo bin ich denn? Hier. So, angreifend, blablub, angreifend, blablub. So. Ja, und da habe ich den da, aber der ist halt so weit weg, der macht da nichts. Na gut, wenn die jetzt alle hier so rumlaufen, dann sollte man denen mal folgen, finde ich. Weil hier, der Krieg ist eh verloren, ne? Das kann ich voll vergessen. Da wird nichts funktionieren. Aber hier kann ich ein bisschen mitmachen, dann gucken wir mal, was das so bringt. Bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt. Jetzt will er mich da abfangen. Nein.
Was ist das? Ich hoffe, der kriegt mich jetzt nicht. Hallo? Nein! Lauf doch! Wieso laufen die nicht? Jetzt laufen sie. Uff. Lauf weg! Uff. Okay. Ja, ich folge denen jetzt mal. Das wird jetzt spannend. Verbündeter? Warte, was ist das? Seid gegrüßt, Graf von Welt. Deutlich geworden, dass euer... Daran arbeitet, falsch und unrecht Ansprüche auf Grafschaft zu erheben. Glaubt ja nicht, dass solche Art Taten... Oh, es gibt da eine Grundlage. Ah ja. Okay, das machen wir mal. So. Ersetzt. Krieg. Verletzt, ersetzt, ersetzt. Was ist das hier? Festung? Besetzt? Okay, da wird gekämpft. Die Frage ist, wo rennen die lang, ne? So, der steht jetzt hier und weiß nicht, wo er hin soll. Ich sollte mich an die Armee von Paris anhängen, finde ich. Glaube ich, habe ich das Gefühl. Euer Ruhm ist weithin bekannt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ah, guck mal, hier, nee. Aha. Kompanie des Heiligen Georg. Cousin wurde fang genommen. Okay, nicht so toll, wahrscheinlich. Kosten fürs Einschiffen 2 Gold. Ja, aber das ist in Ordnung. Wir schiffen da jetzt ein. Verbluten. Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwer verletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut, wo ist der Arzt? Mafalda ist unauffindbar. Mir läuft das kalte Rücken runter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht, wie aus dem Nichts, Prinz Rodri von Gwynedd an meiner Seite. Er krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Wer ist denn das jetzt? Ah, das ist der Typ, der mir nicht hilft. Der ist bei mir? Wer ist das? Wickhand. Gebt mir die Adernpresse. Der wird mein Freund. Wickhand... Schließt sich meinem Hof an, aber der kann nicht. Okay, ich halte ein bisschen Anspannung. Verliert Meinung, ist beleidigt. Wird getötet. Ja, machen wir das mit der Adernpresse. Verbluten. Unser Patient schreit und schlägt um sich, obwohl 3 ausgewachsene Soldaten niederhalten, ist jeder Schritt ein Kraftakt. Wir arbeiten hektisch an und brüllen Befehle durch das Chaos, doch es ist hoffnungslos. Der Soldat wird ständig schwächer und sein Lebenselixier sprudelt zwischen unseren Fingern hervor. Wir haben getan, was wir konnten, mein Fürst. Meint Rodri mit einem schweren Seufzen, als die Leiche weggetragen wird. Ja. Der Tod des Soldaten war entschieden, lange bevor wir ihn zu Gesicht bekamen. Okay, also ich kann ihn beleidigen. Ja. 10 Jahre lang 5 Meinungen ist nicht so schlimm. Ach, das ist so oder so geschehen. Ich glaube, ich beleidige den jetzt. So. Cousin wurde wieder freigelassen, auch sehr schön. Könnte ich da jetzt mit auf dieses Schiff gehen, please? Hallo? Hallo? Wow. Ja, wir ziehen in den Heiligen Krieg. Lustig. Sehr lustig. Ja, könnte ich. Aha. Könnte ich nicht. Sehr interessant. Wo geht's denn hin? Jetzt bin ich mal gespannt hier.
So, der Krieg ist bald vorbei, dann haben wir verloren, dann müssen wir Zahlungen leisten und. Das wird alles schrecklich. Aber so ist es halt. Na? Die fliegen oben lang, okay. Verbündeter des Feindes tritt Krieg bei. Verbündeter des Feindes tritt Krieg bei. Okay, nicht so toll. Die wollen wirklich direkt nach Jerusalem. Das ist ja krass. Oder? Ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird. Ich bin zu spät. Leute, wartet doch auf mich. Oh, hier wird gleich gekämpft, oder? 10.000 gegen 2.000. 6.000. 7.000. 12.000. Boah. Was da gekämpft wird, Mann. Das ist ja krass. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Oh, das sieht sehr gut aus. Okay. Wir haben halt... Ja, wir haben viel weniger Ritter. Das sieht sehr schlecht aus. Ja, warte, 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 warte. Das sieht sehr schlecht aus. Guck mal, wir verlieren das ja hier. Volle Kanne. Na? Weil wir viel weniger Ritter haben. Hä, wir kämpfen? Nö, was? Hallo? Wir kämpfen da doch gar nicht. Wir stehen hier rum. Okay. Ja, lief jetzt nicht so toll. Was haben wir denn noch für Truppen? Soll ich die mal da lassen? Ich weiß es nicht. Also das sieht halt schlecht aus, ne? Das war jetzt kein so toller Kampf. So, jetzt haben wir da unten Truppen. Da sind nochmal Truppen angelandet. Schauen wir mal. Aber die haben viel mehr Güte. Schaut mal. Ach, die ziehen sich ja jetzt zurück. Ja, richtig. Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist gefährlich, Mann. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das ist alles nicht gut. Sage ich euch ganz ehrlich. Wir sind komplett versprengt hier. Aufgabe beendet. Seid gegrüßt, Graf Welf von Sens. Ich habe sowohl alte als auch weniger Glaubwürdige durchgesehen. Endlich habe ich genug Material. Ihr verliert Geld. Kann ich mir gerade nicht leisten. Die Aufgabe ist beendet. Ah ne. Der macht hier noch weiter. Okay, ich könnte es beschleunigen, will ich jetzt aber nicht. So, gleich ist unser Krieg da unten vorbei. Den haben wir dann verloren. Lauf doch! Neuer Bildungslebenswandel. Okay, jetzt pass auf. Erstmal den Bildungslebenswandel. Hände waschen, weil das darf ich ja nicht. Dann Niederlage. Von euren Missetaten erzählt man sich, von Irland bis China. Euer schlecht durchdachter Krieg war von Anfang an verloren. Ich erkläre mich bereit, euer Tor wieder einzusetzen und nehme eure Kapitulation an. Ich habe ihm Geld bezahlt. Ich habe Graf Jones verloren. Bla bla. Na gut. Geht nicht anders. Schade, natürlich mit dem Geld, aber was wir machen. Hey, 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 hey. Die hauen ja wieder ab. Leute! Okay, mega seltsam, was hier gerade abgeht. Aber gut. Schauen wir mal. Jetzt fahren die wieder irgendwo lang. Das ist so seltsam. So, jetzt stehe ich hier. Emirat von irgendwas. Okay. Von Jerusalem.
Jerusalem ist eine Burg, ja. Okay. Da wird gekämpft. 4000, 7000. 4000, 10000. Wo sind meine Armee? Beschuldigung über gefälschte Ansprüche. Uff. Oh man, der Priester kann gar nichts. Sieht nicht so gut aus. Wo ist denn meine Armee, bitteschön? Tot, weg. Euer Ratsmitglied ist verstorben. RIP. Also der Krieg ist schlecht durchdacht, Leute. Der ist sehr schlecht durchdacht. Na gut. Also. Ich weiß ja nicht, was sie hier versuchen, den Krieg, aber na gut. Verbündeter tritt Krieg bei Militär aus. Ich habe Kriegsvolksverhandlungen geschickt geführt. Okay. So, wo bin ich denn jetzt hier? Da. Ja, alles nicht so cool, um ehrlich zu sein. Sieht nicht so gut aus. Wir haben bisher nur Schlachten verloren und Verteidiger hat das Kriegsziel. Also das ist schon knifflig. So, Rat ist leer. Ich töte halt meine ganzen Ratsmitglieder die ganze Zeit. Jetzt nicht so toll. Na gut. Hä, was war das für ein Symbol? Mächtiger Vasall. Ja, warte, okay. So. Es wird immer schlimmer. Ist noch einer gestorben. Wow, also ich spiele das super schlecht. Ich glaube nicht, dass ich auch nur irgendwo irgendwie groß was schaffen werde hier. Kinder habe ich immer noch keine. Männer. Allein in der großen Halle. Rudolf hatte bei unserem letzten Festmahl offenbar so seine Schwierigkeiten. Er versteckte sich unter einem der Tische und versteckte sich dort das gesamte Essen über. Aha. Behält schüchtern. Oh nein. Warte mal, das ist mein Neffe. Der ist mir doch egal. Oder? Neffe ist mir doch voll egal. Geschwister, Vasallenhof, wie ist denn das mit meiner Dynastie? Sophia fällt, ja. Well, wo ist der denn? Alter, wie ich die alle umbringe. Neffe. Ne, ich sehe den nicht mal. Konrad Welf. Rudolf Welf. Neffe und Mündel. Ja, dann ist er halt auch schüchtern. Hat er Pech gehabt. Viel Spaß. Ich bin ja noch am Lernen, ne? Ich bin noch am Lernen. Kann ich mit Minus wirklich? Ah ja. Gut organisiertes Aufgebotsgedienst. Okay. Verbündeter Krieg. So. Sieht sehr schlecht aus, würde ich mal sagen, ne? Wir verlieren das. Und zwar ziemlich hardcore. Ist nicht so nice. Der hat Geld bis zum geht nicht mehr. Dem geht's richtig, richtig gut, dem Typen. Oh. Aber er ist verwundet. Schwerer Malus. Er hat einen Haupterben. Uff. Oh. Naja, ich bin nicht so der Mord-Lerenke-Typsi. Sieht bisher sehr schlecht aus, was ich alles mache. Also ich bin nicht zufrieden, wirklich gar nicht zufrieden, wie ich hier mit dem ganzen Quatsch umgehe. Er wird nicht annehmen. Ich hab nichts. Und er mag mich nicht. Und er ist gierig, deswegen gibt er kein Geld. Okay, ja toll. Uff, also das ist schon knackig hier das Spiel. Ne? Was haben wir hier noch?
Ihr seid verschuldet und ich habe weniger Ritter. Ja, das ist halt so. Oh Mann. Ich verliere das so krass. Also, ich weiß nicht, wie ich das hier rumreißen soll, bei aller Liebe nicht. Das ist ziemlich unmöglich, würde ich mal behaupten. Weil, aua, Eifer wurde gesenkt. Okay. Gut, toll. Ich bin halt verschuldet, ich kann nichts machen. Ansprüche fingieren bringt mir gerade nichts. Seid gegrüßt. Findest du vielleicht mal gescheite Dokumente? Das wäre halt mal nice. So, den Glaubenskrieg verlieren wir auch. An den einzelgängerischen Graf Welf. Uff. Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben genug Steuern gezahlt. Ihr habt gar keine Steuern gezahlt. Beginnt ein Krieg. Ich meine, ich kriege hier ja keine Steuern und nichts, weil das das falsche Ding ist. Das sind alles so Dinge, ne? Mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also ich lerne hier gerade wirklich viel. Muss ich mir mal kurz strecken, hier ist schlimm. Also ich lerne tatsächlich wirklich viel. So Krams wie gucke. Also das mit den Söldnern war so eine Sache, ne? Jemanden anzugreifen, wenn man ebenbürtig ist, sehr riskant. Aufs Gold achten, wenn man jemanden angreift, weil er könnte Söldner anheuern. Wenn jemand viel Geld in seinem Staatssäckel hat, in seiner Schatzkammer, dann sollte man da aufpassen, dass man das kontern kann. Weil wenn der Söldner anheuert, RIP, das kann passieren. Grafschaften, Baronien einnehmen, ja, aber man muss gucken, dass sie auch zu der Regierungsform passen, die man selber hat. Weil so ein Bistum ist halt, ne, theokratisch. Und wir sind was ganz anderes, keine Ahnung, was wir jetzt sind. So ein normales, irgendwas, schlag mich total, aber das sind so Dinge, die muss man halt wissen. Na. Deswegen, ja. Solche Geschichten. Dann schüchtern ist mit einer der schlimmsten Eigenschaften überhaupt, weil alles Anspannung gibt. Da muss man echt noch gucken. Rudolf schien unser letztes Fest mal viel Freude bereitet zu haben. Er hörte gar nicht mehr auf damit, von den edlen Gewändern und dem funkelnden Gold zu reden, das er dort gesehen hatte. Ja, dann wirst du halt auch noch gierig. Schüchtern und gierig. Geil. Aber ich verhunze den richtig krass. Cool. Ich find's gerade ein bisschen schade, dass das mit der Hexerei nichts macht. Ich hatte mir mehr erhofft, auch so Boni, aber vielleicht geht das erst, wenn ich ein Ritual habe. Und Sophia Fels müsste Hexe sein. Und vier erwachsene Mitglieder des Hauses müssten Hexer sein. Und ja, wir haben kaum Hexer. Das ist das Ding. Ja. Also wenn wir mal schauen. Ich könnte zwar die gute Sophia. Kann ich gar nicht als Hexe machen. Lol. Okay.
Schauen wir mal, ob meine Frau eine Hexe sein möchte. Ich probiere mich jetzt tatsächlich noch ein bisschen aus. Ich glaube nicht, dass ich hier noch viel Großwert schaffen können, aber schauen wir mal. Na, also. Okay, einen Moment. Ganz kurz. Das muss ich ganz kurz. Hier. Nase wieder frei. So ist besser. Okay. Weiter geht's. Was haben wir? Also den Glaubenskrieg verlieren wir. Komplott. Boah. Da wird irgendwas rumgekämpft. Ich bin tatsächlich sehr schwach aktuell. Und es wird so schnell auch nicht wieder besser. Großartige Arbeit. Durch die Ansiedlung der bayerischen Kultur und das Einsetzen einer neuen Verwaltung haben sich die Bewohner von Sens die bayerischen Traditionen voll für sich angenommen. Gute Arbeit. Vielleicht sind sie dann weniger böse. Okay. So, im Rat. Er macht Geld. Der macht heimische Angelegenheiten. Okay. Prestige. Titel eingliedern. Okay. Das ist auch interessant, wenn es am Hof Geheimnisse gibt. Also da kann man tatsächlich auch gucken, Geheimnisse zu entdecken, um Druckmittel zu bekommen. Aber nur am eigenen Hofe. Ja. Und da ist halt dann die Frage, mein Hof ist recht klein, das bringt mir gerade nicht so viel. Ich mache wenigstens ein paar Steuern, aber puh, der sieht tausendmal besser aus. Oh, Aufseher, schwer verletzt. Oh, vielleicht stirbt er bald. Würde mir aber auch nicht viel bringen, hat ja ein Haupterben. Den müsste ich umbringen, aber das ist halt schon hart, ne? Ja, das ist... Ja, aber er hat noch mehr Kinder. Guck mal, das bringt gar nichts. Oscar billigt euch. Yay. Euer Ratsmitglied ist verstorben. Oh. Hä? Ah! Wir haben einen neuen Bischof, der mich mehr mag. Okay. Ist auch interessant, die Bischöfe werden halt von der Kirche gestellt, ne? Da kann ich nichts machen. Mit dem muss ich auskommen. Auch sehr spannend. Heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Konrad wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Sophia ging dazwischen, versuchte nach Kräften, ihn zu verteidigen. Oh, das ist doch süß. Das ist leicht verletzt hier. Tapfer! Ruhig, eiferer. Ja, dann sei tapfer. Tapfer ist gut. Tapfer ist stark. So, ich hab die da verlobt mit so einem alten Knacker, Alter, das ist halt krass, ne? Der mir halt nichts bringt, gar nichts. Das ist schlimm. Der ist tot.
Der Krieg läuft gar nicht. Also ich muss schon sagen, ich hätte schon Lust, irgendwie was Neues zu starten, weil ich glaube, ich habe hier so groß verkackt, dass ich nicht weiß, wie ich das noch retten soll. Allerdings, Learning by Doing, ne? Es wär halt dumm, jetzt aufzugeben, weil, hey, vielleicht kann das ja noch was. Eine Jagd veranstalten. Ihr verliert Anspannung, dann machen wir das doch mal. Vormund. Befehlshaber befördert. Mein Ratsmarschall hat mir stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Er mag nicht von so edlem Blut sein wie ihr, mein Bruder, aber bei meiner Treue, ich schwöre, Arnaud ist jemand, den ihr an eurer Seite haben wollt. Was kann der? Oh, der hat gutes Kriegsgeschick. Ja, dann. Schaut mal, er ist ein Jäger, ein Pionier und ein fähiger Taktiker. Er ist großzügig, ruhig und gerecht. Das ist gut. Verbotene Beute. Oh, Wilderer. Hier in diesen Wäldern des Graf. Wahrscheinlich des Grafen. Sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, Euer Gnaden. Ihre Klingen und Bögen strafen sie nieder. Sie werden hängen und ihre Dörfer in Schaden aufkommen. Steuern, Volksmeinung. Ja, die mag mich eh schon nicht so sehr. Ihr scheint bei der Forderung Schützen zu sein. Wildere Ausbildung. Nee. Die Beute gehört mir, genau wie die Strafzahlung im Gegenzug für ihre Leben. Oh. Okay, entweder bekomme ich das hier und es geht gut aus, oder ich zahle Zeugs und habe 10 Jahre Empörung. Hier habe ich nur Holzmeinung, aber Steuern gehen hoch. Hier habe ich einfach nur Volksmeinung. Ich meine, das wäre safe, ne? Bringt mir aber gar nichts. Und Steuern, ich mache halt kaum Steuern. Die 10% sind nice, aber. Na gut, komm. Schauen wir mal. So, Vorzüge verfügbar. Also eine Konstitution. Gemeindenkontrolle. Ja, die muss ich halt irgendwann wieder hochbringen. Die Jagd, genau. Volksmeinung mag mich. Kontrolle. Könnte ich vielleicht. Wir kehren nach Hause zurück. Ich erhalte Zeug, die Jagd endet. Meine Aktivitäten sprechen sich herum. Okay. Gut. So, seid gegrüßt. Ich will halt kein Geld zahlen dafür. Das ist das Ding. So, wie kann ich jetzt. Es gab doch zwei Möglichkeiten, oder? Mehr Kontrolle in Gemeinde. Naja, es ist, was ist. Zur Hexerei konvertieren. Ich kann Margarete nicht dazu zwingen, die Wahl zu erkennen. Verbindung spürte. Einladung. Ja. Go. Mach sie zu einem Gläubigen. Zur Hexerei, neue Novizen. Ich kann ihr mein wahres Ich zeigen. Kann ich ihr vertrauen? Wie gern hat die mich? Nicht so gern. Nur 19. Ja, aber warte mal. Für den Hexenzirkel. Sophia Fels muss das Geheimnis haben. Hat. So, mindestens eine der folgenden
Hat Hexe, hat ein Hexengeheimnis, das euch bekannt ist. Na gut, lassen wir es mal so. Ja, warte mal, das heißt, ich weiß gar nicht, ob sie konvertiert oder nicht. Ah. Dann stecken wir alle mit drin. Weil im Augenblick... weiß das noch keiner, ne? Aber vielleicht braucht es das gerade auch gar nicht. Das kann ich später noch machen. Also ich weiß, die ist Hexe. Ich weiß, mein Ritter ist Hexe. Das Ding ist, ich habe keine erwachsenen Leute mehr. Ich habe nur noch den da. Seid gegrüßt, mein nachdenklicher Lehnsherr. Euer Ratskanzlereinhalt ist bereits einiger Zeit bei mir zu Gast. Die Art, wie er sich mein Haushalt drängt, während er versucht, nichts weniger als sklavische Ergebenheit gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für ein Fürst entsendet denn ein derartiger Vertreter? Wer bist du denn? Was habe ich denn da gemacht? Hermann. Allein. Das ist mein Ratskanzler. Das ist ein random Ereignis. Ja, der kann nichts dafür, der ist halt scheiße. Ich würde den gern tauschen, aber ich habe halt keinen, der besser ist, weil ich alle anderen umgebracht habe, weil ich halt schlecht bin in diesem Spiel. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Agent schließt sich Komplott an. Ja. Ritter wurde Schwertmeister. Allein. Brillanter Stratege, Glaubenskrieger und Kampfgeschick. Ah. Gut, der kann zwar noch nichts, aber hey, vielleicht wird das ja noch was. Gottesurteil, oh oh. Befehlshaber verbessert. Kriegsführung. Mein Bischof geht mir wirklich auf den Geist. Es vergeht kein Augenblick, in dem er nicht die Ohren legt. Gott dies, der göttliche Wille das. Besonders gerne erzählt er jedem, dass der Herr all jene bestraft wird, die anderen gegenüber grausam sind. Doch warum sollte ich auf ihn hören, wenn der gehörnte Gott uns doch so annimmt, wie wir sind? Mit allen unseren Fehlern. Was für ein trauriges Leben Ottakar doch führen muss. Okay. Ich kann Schwindler sein, Anspannung verlieren und Ottakar setzt Zeugs ein oder er verliert einfach nur Meinung. Wenn ich mich wie ein frommes kleines Weichei verhalte, wird er die Klappe halten. Okay. Also normalerweise ist es wichtig, sich mit seinem Bischof gut zu stellen, weil solche Geschichten hier sind wie, der macht Gold und Aufgebote und so weiter. Aber ich bekomme kein Gold und keine Aufgebote, weil ich keine Tempelanlagen, nichts, keine Kirchen, habe ich alles nicht in meinem Reich. Das da unten zählt aus irgendeinem Grund nicht, weil, keine Ahnung. Erhaltet ihr Steuernaufgebote von seinen Kirchenbesitztümern. Sind Tempel, die unter der Kontrolle eines Reichspriesters stehen. Okay. Es würde gut sein, wenn ich das an einen Reichspriester vergeben würde, aber das kann ich nicht. Gerade. Na? Und wenn ich das an irgendjemanden gebe... dann passiert einfach nur... dass der ein Vasall von Westfranken wird, weil wir dann den gleichen Titel vergeben. So, das ist halt doof. Da muss ich nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Er wird nicht mehr so oder noch glauben sein, wenn ich mit ihm fertig bin. Nichts passiert. Ungläubig. Geheimnis erpressen. Also das ist halt safe, aber ich glaube, ich mache jetzt das da. Ich will die Anspannung. Das ist sehr gut. Und dann... mal. Gottes Urteil.
Der gehörnte Gott war mir wohl hold, denn mein Plan lief besser als erwartet. Nice. Ottakar stopfte sich gierig die mit Drogen versetzten Kekse in den Rachen, die ich in seine Gemächer schicken ließ. Dann wanderte er verwirrt und mit Marmelade und Krümeln um den Mund herum durch die Gegend, ehe er schließlich auf den Stufen des Gotteshauses einschlief. Den ganzen Abend sprach man höflich von nichts anderem. Das wird Ottakar wohl verfolgen. Geschieht ihm recht. Ich halte Schwindler. Oh, was macht das eigentlich? Ränkespiel. Okay, Anspannung weg und Ottakar setzt Zeugs ein. Easy, cool, nice, geil, lief sehr gut. Vielleicht kann ich ja mit Hexerei irgendwie mir Grafschaften ansichern und dann Geld machen. Mal gucken, mal gucken. Hexerei ist gerade das Ding, was ich so versuche hinzubringen. Weil der Rest ist irgendwie, ja, nein. Nö, läuft nicht so gut. Ich habe immer noch Anspruch auf Zürich. Vielleicht hätte ich den holen sollen, ne? Zürich. Hier. Das wäre vielleicht einfacher gewesen, auch wenn es weit weg ist. Da bin ich halt auch so ein bisschen feige gewesen und vielleicht zu zurückhaltend, dass ich hätte sagen sollen, ich mach das. Ne? Ich verteile mich so ein bisschen. Ist ja nicht zwingend schlimm. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, als zu versuchen, hier irgendwo Krieg zu führen, wo ich eh nichts bringe. Das hier war dumm. Aber wusste ich halt nicht. Jetzt schaut's halt an. Jetzt weiß ich's halt. Deswegen. Also da. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, Meinung erhöhen. Kostet mich Anspannung. Ich habe schon einen Komplott und das war's. Ich brauche für den Zirkel mindestens 4 erwachsene Mitglieder des Hauses, ja. Meines Hauses. Haus Fels. Dynastie Welf, genau, aber Haus Fels. Hat halt erst diese beiden Leute. Und das sind Kiddies. Die können noch nichts. Der ist nicht zwingend von meinem Haus. Der ist Haus Welf. Ich bin Haus Fels. Warte mal, die da ist ein ganz anderes Haus. Das bin ja gar nicht ich. Hallo? Niedrige Geburt. Kann ich die nicht in mein Haus eingliedern? Schauen wir mal. Seid gegrüßt, es freut mich von eurem treuen Dienst an der höchsten Macht zu erfahren. Möge der gehörnte Gott über euch wachen und euch auf euren Weg führen. Okay. Genau, das hilft mir kein Stück. Der andere hilft mir auch kein Stück. Das ist zwar nice, dass die da rumhexen dann, aber es bringt mir nichts, weil das keine Erwachsenen sind. Das heißt, ich muss meine Kinder noch zu Hexen erziehen. Ja. Das ist so die Geschichte. Das ist das Problem. Ritter beträchtlich verbessert, das ist schön. Volksmeinung mag mich. Vielleicht kann ich da mal ein bisschen um die Kontrolle. 16 Jahre verbleiben. RIP. Das ist eine Menge. Wow. So, schauen wir mal, was sich tut. Geld geht gerade nichts. Fruchtbarkeitsprobleme. Oh oh. Ich habe gesehen, wie man Fall damit allen umgehen konnte. Von Egeln bis zu verfallenen Leichen. Aber das Unbehagen, was ich jetzt auf dem Gesicht sehe, ist mir völlig neu. Als euer Arzt bin ich der Wächter eurer Gesundheit. Sagt sie, während sie konzentriert auf ihre Schuhe starrt. Darunter fällt auch eure Fortpflanzungsfähigkeit. Ich könnte euch eine Tinktur fertigen, die euch und euren Ehepartner helfen könnte. Außerdem habe ich von experimentellen Behandlungen gelesen, die vielversprechende Ergebnisse liefern. Okay. Hohe Chance für Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeit. Die Zukunft des Reiches steht auf dem Spiel.
Hat Nebeneffekte. Verpatzt. Ratschlag ist Meinung. Da, ja, dann machen wir so ein kleines Tintürchen. Behandlung ist erfolgreich. 10 Jahre lang erfolgreich. Bam, jetzt gibt's Kinder. Oder? Das Alter der Erkenntnis. Mein Neffe Rudolf befindet sich in jedem Schwebezustand zwischen Kindes- und Erwachsenenalter. Ich habe ihn genug gelehrt, um die Wahrheit zu begreifen, und er ist immer noch jung genug, um über einen aufgeschlossenen Geist zu verfügen. Wenn ich ihn in die Dienste von den Göttern holen möchte, so heißt es jetzt oder nie. 100%. Go! Rudolf, du bist jetzt ein Hexer. Er ist überzeugt. Ich mache hier so ein fettes Hexending. Die werden die ganze Baronie irgendwann abfackeln müssen. Ne? Die ganze Grafschaft. Irgendwann werden sie die ganze Grafschaft abfackeln müssen. Das ist halt krass. So, schau mal auf die Karte. Da tut sie noch nicht so viel. Byzantinisches Kaiserreich. Krass. Krass. So. Das Khanat ist immer noch sehr stark. Chetesu. Samanit. Wir haben halt sehr klein gestartet, ne? Und ich kann nichts. Das muss ich nächstes Mal besser machen. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Playthrough weit kommen werde. Aber schauen wir mal, wie weit es geht. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird, weil ich habe keine Ahnung. Ich bin kein großes Gotteshaus. Ich baue nicht viel, ich mache nicht viel. Ab und zu gehe ich jagen und das war's. Ja, RIP. Also es tut sich halt gar nichts. Ne? Sehr spannend. Dijon. Der ist im Gefängnis. Hm. Stein aus Glas. Als ich mühsam versuche, die winzigen Buchstaben auf der Schriftrolle vor mir zu entziffern, zu entziffern, spüre ich einmal mehr den pochenden Schmerz in meinem Kopf. Warum verwenden die Schreiber nur immer so kleine Symbole? Ich kneife meine Augen zusammen und versuche es erneut. Nichts weniger als ein Wunder. Mit Hilfe eines Steins aus Glas können sogar alte Männer, deren Augen nachlässt, ohne Mühe sehen. Okay, ich erhalte Dings und er hat ein schwaches Druckmittel. Okay. Ich brauche einen dieser Steine. Gold. Ich verkaufe alles, was ich nicht lesen kann. Ja, nee. Dann erhält er halt ein schwaches Geheimnis. Das ist mir gefallen. Die Zeit ist gekommen. Okay, gut. Mach das mal. Verbündet. So. Mit dem bin ich jetzt auch verhext. Aber nach wie vor bringt mir das hierfür gar nichts, ne? Ja, richtig. Ich brauche Erwachsene des Hauses. Ist er nicht. Macht aber nichts. Ich kann ja... Vielleicht macht der Hexerei weiter. Muss man mal gucken. Ich hätte halt vielleicht das Haus nicht weghauen sollen. Wer weiß. So. Eine Frage der Loyalität. Gräfin Margaret. Das ist meine Gemahlin. Erwartet ein Kind und sollte überglücklich sein. Allerdings verhält sie sich in letzter Zeit merkwürdig und ich werde ziemlich los, dass etwas nicht stimmt. Ich kann kaum glauben, dass sie mich jemals derart hintergehen würde. Doch könnte es sein, dass ich nicht der Vater bin? Sie muss es mir verraten. Ansperrung, weil ihr Treuherz seid. Diskret rangehen. Wahrheit muss ins Licht. Verliert Meinung. Anspannung. Uff. Ach, die 8 Anspannung. Tut nichts. Ein schleichender Verdacht. Natürlich ist das Kind von euch. Hält Blickkontakt. Wie kommt ihr nur darauf, dass es nichts sein konnte? Ich wollte das nur von dir hören. Passt schon. Ihr könnt einen neuen Vorzug aufweisen. Ja, go. Ich bin gesund. Cool. So, und jetzt ist die Frage. Will ich weiter Bildung machen? Oder möchte ich einen neuen Weg einschlagen? Ne? Also Medizin ist fertig. Ich könnte jetzt hier Gelehrsamkeit oder Theologie. Das macht Bildung 3. Theologie, gläubig, bla blub. Verwaltung. Verwaltung ist halt das Problem. Mein Reich ist sehr klein. Kriegsführung kann ich gerade nicht viel machen. Ränkespiel bin ich nicht gut.
Diplomatie, was kann ich denn? Ich bin sehr belesen tatsächlich. Na? Ich bin schon sehr belesen. So, wenn ich jetzt Gelehrsamkeit mache, Entwicklungszuwachs oder Frömmigkeit. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal das da. Schauen wir mal. Krieg um Graf Alfonso. Okay. Schon wieder Geld. Bis der mal was findet, ne? Aber ich hab aktuell eh keine Aufgebote, deswegen bringt mir das absolut gar nichts. Und es kommt halt auch bloß 0 pro Monat dazu, das ist nichts. Das heißt, ich bin quasi tot. Ne? Da geht nichts mehr. Also ich habe mich in eine echt miese Lage manövriert, mit der ich gar nichts machen kann. Kontrolle geht wieder langsam zurück, aber wo ist denn das mit den Fraktionen? Gibt's nicht mehr. Doch. Will Unabhängigkeit vom Lehnsherrn. Ich. Brauche ich das? Also wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Unabhängigkeitsfraktion. Und ich will Unabhängigkeit von meinem Lehnsherrn? Nö, why? Brauche ich nicht. Und gegen mich gibt's auch keine Fraktion. Okay. So. Einfältiger Beschwichtiger. Oh! Mein Mündel Rudolf ist nun erwachsen und es ist an der Zeit für ihn mein Oppo zu verlassen. Lange hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um Rudolf die Feinheiten der Diplomatie näher zu bringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen. LOL! Das Beibehalten eines höfischen Irrbahnbetrag stellt ihn vor eine Herausforderung, doch wenigstens beherrscht die Grundlagen. Okay. Mein Sohn, mein Erbe, ich habe einen Sohn. Okay. Okay. Wilhelm. Hadrad. Gül. Welf. Nee. Rudolf. Patrick, auf gar keinen Fall. Nikolaus. Fels. Ich habe einen Sohn. Nice. Dieses Kind wird unterrichtet von mir. Boom. So. Okay, ich habe zumindest einen Sohn. Das ist nice. Er wird halt nur Scheiße erben. Also, ne, da geht halt gar nichts. Ich habe 6 Ritter möglicherweise. Ja. Spannend. Dann wollen wir mal ein bisschen mehr Hexer machen. Schauen wir mal. Ah, guckt's mal. 2 Agenten. Rudolf und 2 weitere Agenten schließen sich an. Okay, Exkommunikation. König wurde... Wow. Exkommuniziert. Lothringen. Okay, okay, okay. Auch interessant. Ihr habt Steuern erhalten. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Denn dann kann ich mit den Steuern Zeugs bauen. Na, wenn ich das verbessere. 08. Steuern.
grünendes Land. Aufgebote. Jagdrevier. Vertrauen. Sophia möchte seit langem nur noch einen Kreisel. Ich habe gesagt, dass ich ihm ihren Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn sie sich mehr auf ihre Studien konzentriert. Sie, seit diesem Versprechen strengt sie sich doppelt so sehr bei ihren Studien an. Nö, 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 wir bleiben treuherzig. Ich meine, treuherzig ist, hat schon so einen Nachteil, aber schlecht ist es nicht. Ich frage mich, was ich jetzt mit dem Gold machen soll. Ich könnte natürlich wieder hier irgendeinen Kriegsscheiß anfangen, aber das bringt mir halt gar nichts. Weil der hat auch Geld. Da muss ich echt aufpassen, ne? Wenn die Geld haben, die Leute, dann kann ich da nichts machen. Der hat Geld, da ist jemand gestorben. Der hat ein Brüderchen. Mit dem lege ich mich besser nicht an. Der ist sehr mächtig. Dijon hat verbündet Prinz Pepin von Italien, Graf Eudes von Bourbon. Das Ding ist halt, hätte ich gern, aber der hat Gold und Aufgebote. Das bringt mir alles gar nichts, was der da macht. Das ist so. Mach mal das hier. Ist mir jetzt egal. Da geht halt nichts. Der hat Verbündete, diesen Grafen. Der da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist. Oh, so. Ist nicht gut. Und Prinz Pepin, der dort oben hängt. Also mit dem sollte ich mich auch nicht anlegen. Ja, ich habe halt keine Verbündeten und nichts und niemanden. Ne? Vielleicht sollte ich mir jetzt doch Zürich langsam holen. Also das ist halt das, was ich habe. Ich kann Zürich holen. Ich könnte ein Regiment kaufen. Zur Hexerei konvertieren. Ja. Okay. Gut. Mehr Hexerei. Lustig. Zürich. Wo waren das noch mit dem Krieg machen? Bei den Ansprüchen war das doch, oder? Das bin ich. Ich habe Anspruch darauf. Feinde treten aus Krieg aus. Okay. Der geht schon lange, dieser Glaubenskrieg, ne? Kreuzzug. Eine Neuübersetzung. Ich würde das mit dem Krieg noch gern wissen. Ich weiß immer noch nicht, wie man Kriege macht. Habe ich noch nicht herausgefunden. Ich weiß, ich brauche diesen Anspruch. Den habe ich auch. Und dann kann ich ihn irgendwie durchsetzen. Wo kann ich denn nochmal Kriege machen? Bei Entscheidungen nicht. Bei Fraktionen auch nicht. Bei Ränkespiel auch nicht. Beim Hof auch nicht. Ja. Rat auch nicht. Militär. Söldner auflösen. Sammelpunkte und blablub. So. Reich. Domäne, Vasall, Nachfolge. Genau. Umteilung. Ja, da werde ich nichts los ändern können. Ja. Das ist alles nicht das, was ich suche. Ich kann neues Gebäude bauen. Neues Gebäude bauen. Ja, könnte ich. Aber da geht halt nichts, ne? Ah doch, da unten, Jagdreviere, Hügelhöfe, aber soweit ich das verstehe, macht das keinen Sinn, weil ich bekomme kein Geld, weil falscher Typ, weder Aufgebote noch sonst was. Und so, das ist halt dumm.
Na, das bringt mir gar nichts. Ja, das ist das Problem. Okay, darum kümmere ich mich gleich. Ich wollte das mit dem Krieg machen. Das ist halt das Ding. Wie kann ich Krieg machen? Wäre dumm. Okay. Hier steht das. Hier stehen die Werte für Aufgebote. Habe ich Truppen noch ausgehoben? Nee, kann nicht sein. Wo denn? Hm? Okay. Sehr interessant. Sind die noch irgendwo da unten? Wo waren das? Tatsache. Die chillen immer noch da unten. Uff. Leute. Wie wäre es, wenn ihr mal wieder zurückkehrt? Hm. Wir haben uns beteiligt, so gut wie es geht. Mehr geht nicht. Kommt's mal zurück. Okay. Eine neue Besetzung. Mehr als andere lehrte ich. Lehrte mich meine Mission, ein gebildeter Mensch zu werden. Wie viel ich doch noch nicht weiß. Und es muss noch so viel Wissen geben, dass dem Zahn der Zeit zum Opfer fiel, als Bücher verrotteten oder Sprachen in Vergessenheit gerieten. Vielleicht könnte ich ja meinen Beitrag leisten, indem ich eine Neuübersetzung eines Klassikers anfertige. Obwohl, was würde ich überhaupt übersetzen? Okay. Aha. Ja. Aristoteles irgendwas. So, die Armee kommt zurück, dann kann ich sie auflösen. Das mit dem Krieg wundert mich. Also ich könnte ja, ne, versuchen, hier was mit Zürich anzustellen. Weil. Eure Armeen sind aus. Ja, genau, deswegen geht das nicht. Okay. Aber ist in Ordnung. Das war halt dumm. Das hat mich so weit zurückgeworfen mit dem Schwachsinn. Es bringt halt nichts. Na, also auf die. Ich erhalte konzentrierte Anwerbung. Nice. Also welche Dinge? Ich habe viele Leute umgebracht in meinem Umfeld, was mich super geschwächt hat. Sehr knifflig. Ich bin gespannt, wie ich das mit den Kindern mache. Aber mal sehen. So, eine Neuübersetzung. Ja, wenn er mir hilft. Gut. Überzeugungsgüter wird steigen. Eine bestimmte Formulierung aus Peripsychis hält meine Übersetzung schon seit Tagen auf. Ich fange sogar an, sie vor mich hin zu murmeln. Habt ihr also immer noch Probleme mit diesem Absatz? Ja. Mein Suffragan Bischof reicht mir einen schweren alten Feuernden. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Etwas steigen wird erheblicher. Ja, gut, dann. Versuchen wir das mal, ne? Spielen wir deine Spielchen. Ist in Ordnung. Festungsstufe 2, da unten 1. Baronie von Chateau sind's. Blablub. Bum, bum. So, ich kann was bauen. Das macht 0,5 pro Monat. Wenn ich es verbessern würde, was ich nicht kann, würde es auf 0,8 steigen. Ist okay. Das Ding ist. Grünes Land, Jagdrevier macht Verteidigervorteil. Da kriege ich mehr Aufgebote. Da kriege ich Aufgebote, nur Garnison. Und Steuern. Holzkasernen machen nur Aufgebote. Lagerzelte. Okay, also Steuern klingt gut, ne? Welle und Türme. Neue Übersetzung, was passiert? Stunden am Stück arbeite ich im flackernden Licht der Kerze an der Übersetzung von Peripsychias.
Oft fällt mir kaum auf, wie die Zeit vergeht. Meine Schreiber erinnern mich jedoch daran. Mein Fürst, es muss schon nach Mitternacht sein. Ist es nicht Zeit, sich auszuruhen? Nein, wir müssen fortsetzen. Wir sind, dass wir fertig sind. Anspannung. Ja, ein wenig Schlaf wird uns gut tun. Wird unverändert bleiben. Meine Anspannung ist fast weg. Dann passt es. Dann machen wir das. So. Sündhafter Fürsterzbischof bloßgestellt. Und Verbündeter tritt Krieg bei. Des Feindes. Ja. Toll. Super. Da oben blinkt was. Ja, ich könnte ihm den Krieg erklären, aber ist das klug? Oh, guck mal. Der greift an und verliert. Verteidigt gegen Graf Friedrich. Verliert. Wow, der verliert gegen so ein Kind. Der hat kaum noch Truppen. Das schaue ich mir gleich mal an. Vielleicht hilft mir das ja so. So, ich lasse meinen Aufzeichnung zu meiner Übersetzung von Peripsych vorlesen als: Mein Fürst, bitte verzeiht, aber seid ihr gerade eingeschlafen? Grundgütiger, dieser Klassiker ist unerträgliches Geschwafel. Zwei Gold, ja. Ja, für zwei Gold ist okay. So, König. Lothaire hat. Das wären meine zwei Verbündeten. Ja, gut, ich habe zwei Verbündete. Den und den, die beide nichts können. Und der hat die beiden. So. Exkommunikationskrieg gegen den. Aha. Wir wären ebenbürtig. Aber der führt schon Krieg. Genau, Herzog und Chateau. Das sind die beiden. Hier kämpft er gegen Jarl irgendwas. Die Tiefgründige von Island. Und scheint zu verlieren. Ich wollte das jetzt gar nicht schließen. Gibt es da kein Zurück? So, hier scheint er auch zu verlieren. Das heißt, er verliert halt wirklich an vielen Fronten gerade. Was ist denn, wenn ich dem den Krieg erkläre? Eure Armeen sind ausgehoben. Ja, deswegen geht es gerade nicht. Wo steckt der denn? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Wo der steckt. Hier, da, dort, da, dort. Das ist in der Nähe. Das ist gar nicht so ein schlechter Vorschlag. Das machen wir bald. Meine Übersetzung geht voran, aber ein Abschnitt der Vision, die ich als Quelle nutze, lässt mich innehalten. Meine Schreiber bestehen darauf, dass die Worte auf der Seite, als wir zwei Füße halten und Geistes aufstrebende Klingen von Jäger bedeuten. Das kann doch nicht stimmen, oder doch? Da fällt mir schon etwas Passendes ein. Wir übersetzen genauso, wie es da steht. Ob die Bedeutung ist, überlasst das mir. Erheblich steigen. Das ist gut. So. Meine Ritter sind zurück. Yay. Auflösen. Tschüss. Auf Wiedersehen. So. Jetzt gibt's auch wieder Aufgebote. Aha. Gut. Der gute König hier. Dem könnte ich jetzt den Krieg erklären. Ist ja nice. Verbrechen, rechtmäßiges Einkerkern. Aha. Weil der ist ja schon ziemlich kaputt, ne? Was hat denn der? Der hat diese. Das ist das Königreich. Der hat diese Grafschaft. Bar. So. Er hat diese Grafschaft. Er hat diese kleine Grafschaft. Diese kleine Grafschaft und da. So, dann gucken wir mal, was macht das denn alles? Ihr könnt einen neuen Vorzug auswählen, das machen wir gleich. So, das gibt ein bisschen Steuer, ist ein Burgbesitztum. Auch das ist ein Burgbesitztum, hat ein bisschen Beute.
Bollwerk und Schutzmauern. Okay. Das hat Burg 2, das hat Burg 3. Ich bin... Oh. Okay, darum muss ich mich gleich mal kümmern. Ich will erst noch hier das alles durchgehen. Versorgungsschwelle, Aufgebote 33, 93. 93, das ist nicht so viel. In den Krieg rufen. Seid gegrüßt, Kraftwelt von Seins. Ich fordere euch einfach, der Bündnis zu ehren. Religionskrieg, Herzog von Lancaster. Feinde. Wir sind da drüben. Ja, ich nehme an, das ist in Ordnung. Der macht mich dann. Glückwunsch. Wenn ich jetzt die Armeen aushebe, bringt mir das, glaube ich, nicht so viel. Aber das können wir gleich mal gucken. So, was kriege ich jetzt hier? Gläubig ist Meinung vom Klerus plus 10. Ist gar nicht so schlecht. Wissenschaftlich, Kulturinteresse. Eure Mündel können zusätzliche Wert erhalten oder Freunde werden. Das ist stark. Okay. Zusätzliche Werte für meine Kinder, das ist sehr wichtig. Weil ich bin schon ein bisschen älter jetzt, ne? Schon 39. Holy moly, wie die Zeit vergeht. So, Armeen ausheben. Und dann... Ja, warte, nein, 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 nein. Dem muss ich ja erstmal den Krieg erklären, ne? Wie mache ich das? Hier. Exkommunikationskrieg, boom. Ihr habt geschworen, am großen teilzunehmen. Nach seinem Beginn wird dieser Krieg unentschieden enden. Wollt ihr diesen Krieg trotzdem beenden? Hä? Wieso wird der unentschieden enden? Wird abgesetzt. Ah! Probieren wir es aus. Leute, ich muss probieren, was das macht. Es ist dumm. Aber, wisst ihr, kann ich keine Leute hinzufügen? Ja, aber das wird nicht helfen. Das ist zu teuer. Dynastiemitglieder. So, was ist passiert? Ihr seid beigetreten. Kosovo wurde erschlagen. Ratsmarschall verdient Respekt. Auch in Ordnung. So, und irgendwas ist mit Welf-Dynastie passiert. Keine Ahnung, was macht... Kann ich mir den Dynastiebaum mal anschauen? Ich bin Oberhaupt geworden. Was krass ist. Okay. Warum weiß ich nicht? Wahrscheinlich die Linie ist alles tot? Heftig. Okay. So. Eine hervorragende Übersetzung. Meine Übersetzung ist endlich abgeschlossen. Meine Worte ruhen auf wunderschön verzierten Seiten, geschützt von einem prächtigen Deckblatt, das der Bedeutung des Werkes angemessen ist. Der Feuerant hat seinen Ehrenplatz in meiner Bibliothek und jeder Priester, der ihn liest, ist höchst beeindruckt von meinem Schaffen. Einige sprechen bereits davon, sich selbst Abschriften anfertigen zu lassen. Sehr schön. So, wo kann ich denn hin? Hier zum Beispiel. Na, die Stadt. Die könnten wir angreifen.
Genau. Weil ansonsten sehe ich hier unten nichts. Da hat es halt Aufgebote und sowas. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich probiere es aus. Schauen wir halt mal, was das bringt. Und ich darf wieder etwas wählen. Aufgeschlossen. Kultur. Negative Kultur mal ignorieren. Ja. Gut. Schauen wir mal. So, wir haben Religionskrieg um Scheichtum. Wir haben das. Wir haben immer noch den Kreuzzug. Und wir haben noch einen Religionskrieg um Lancaster. Uff. Ganz schön viele Kriege hier. Ihr könnt Geld erbitten. Gib Gold. Please. Könnte ich brauchen. So. Der Rat, das sieht okay aus, würde ich mal sagen. Ja. Der gibt mir Geld, das ist gut. So, möchte ich. Wie schaut denn das jetzt da unten aus? Kontrolle 35. Sobald die wieder weiter oben ist, können wir uns wieder um anderen Quatschkopfzeugs kümmern. Ich sollte vielleicht auch mal Leute an meinen Hof einladen. So, mein Hof ist so klein. Gibt nur 16 Leute. Das ist halt kaum was da. Ne? Ich mach so wenig Zeugs, aber ich bin halt auch schüchtern, was echt schlecht ist. Jungjäger. Anspannungsverlust. So, jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Dass ich keine Verbündeten dazu ziehen kann, das wundert mich. Also, das wundert mich halt sehr stark. Okay, ich bin jetzt da. Und ich kann nichts machen. Seltsam. Seltsam. Dann gehen wir mal da runter. Schauen wir mal, was ich da machen kann. Vielleicht kann man Städte nicht einnehmen. Das kann sein. Recht zufrieden. Sophia möchte seit langem nur noch eins. Ein Ritter aus Holz. Ich habe gesagt, dass sich ihren Wunsch 3 Monate füllen, in Studien konzentriert. So, sie erhält zufrieden. Zufrieden ist solide. Solide. Gefällt mir. Viele Boni. Stadt. So, hier kann ich jetzt belagern. Freundlicher Austausch. Cool. So. Nicht genügend Truppen. Geht nicht, weil die belagernde Armee kleiner als die Garnison ist. Okay. Hat eine Garnison von 400. Na, schaut mal, was ich da alles lerne. Hat eine Garnison von 175. Das ist ein Tempel. Der hat keine Garnison. Mache ich jetzt Gold durch Plündern? Oh, das ist gut. Ich krieg mehr Geld. Sehr schön. Festmahl, das bringt mir halt gar nichts. Baronie. Baronie. Da ist zwar Stress, aber das macht nichts, ne? Heute, Festungsstufe 2. Ich kann sie nicht belagern, das geht nicht. Ziehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ich gucke mich jetzt so ein bisschen um. Da brennt alles. Kriegspunkte. Besetzte Grafschaften. Okay. Das ist nicht meins, oder? Nö. Das ist meins. Keine Schlachten, keine Festung, keine Gefangenen. Ja, schauen wir mal. Ich könnte natürlich Verbündete rufen. Zumindest ging das mal irgendwie. Wahrscheinlich gar nichts machen zu können.
Militär, das ist das. Reich. Wo sehe ich denn meine Kriege, außer jetzt hier unten? Weil ich kann da draufklicken, ja. Aber ich finde die Möglichkeit nicht mehr, Leute hinzuzufügen zu meinem Krieg hier. Das ist halt die Sache. Und das ist doof, ne? Weil, also, das ging vorher. Jetzt weiß ich aber nicht, wo es geht. Reich, Militär, Rat, Hof. Es ist halt alles so. Bringt mir nichts. Familiärer Ruf steigt. Das ist schön, aber wie mache ich das mit dem Krieg? Das ist die Frage. Wie mache ich das mit dem Krieg? Keine Ahnung. Das ist halt schon bescheiden. Verbündete an ausschalten, ja. Okay. Ich würde halt gerne Verbündete. Wie heißt das hier? Exkommunikation. Findet er nicht. Hier. Mhm. Okay, das bringt mir also gar nichts. Okay. Ich finde es immer noch schade, dass ich nicht weiß, was ich hier machen kann und soll. Aber zumindest kann ich ihn fliegen. Wird nicht annehmen. Okay, das lohnt sich schon. Wenn ich das mache, verliere ich das. Okay, ja, weiß nicht. Also, ich kann gerade nicht belagern. Das ist die eine Sache. Dann kann ich meine Verbündeten nicht hinzufügen, weil ich nicht weiß, wie es geht. Angeblich kann man ich konnte ja Dynastie-Mitglieder holen, ne? Aber ich sehe keine Option, Verbündete hinzufügen. Verbannung, Verbrechen, Kathedrale. Nee. Verwandtenmord, auch interessant. Irgendwo ging das, aber wahrscheinlich geht das jetzt hier nicht, was schade ist. Ich verstehe es nicht, aber gut. Das ist natürlich bedauerlich. Hätte ich das, also kann man das nur sofort machen und später nicht mehr? Ah, Gräfin ist wieder schwanger. Sehr schön. Puh, ja, schwierig. Ich glaube, ich mache jetzt noch 10 Minuten. Und dann lasse ich es für erstmal auch wieder gut sein. Die Armee kann weg, die brauche ich gerade nicht. Egal. Und ja,
Sie ist reizend, okay. Ich weiß auch nicht, wie ich Dynastie-Leute, also ich, wenn ich mal angenommen, ich gehe jetzt hier in meine Dynastie, ne? Und sage, hey, was ist denn mit dem da? Beispiel, hier, du da. Mord, an Hof einladen, bringt nichts. Beeinflussung, Hexerei, Liebesdinge, Mündel, ne. Ist halt, na, ich kann hier nichts machen. Anspruch erbitten, Mündel und sowas, aber ich kann niemanden davon sagen, hey, hier, Krieg, hilf mir mal. Also teilweise ist das Spiel schon ein bisschen seltsam. Graf, als Rotverwalter von euch, hat in einer ehrlosen Keilerei jemand erschlagen, das Opfer. Königin Aslaug, wow. König Björn. Mit dem sollte ich mich nicht anlegen. Baron Johann. Warum macht der so einen Scheiß? Ja. Ja. Das Geld will ich jetzt nicht weghauen. Naja, gut. Okay. Für eine kleine Königin 15 Gold, das geht schon. Bekannter ist gestorben. Ja, spielt sich alles sehr seltsam hier. Ich könnte wieder jagen, aber ich habe gar keine Anspannung. Deswegen muss das gar nicht sein. Noahfels. Noahfels. Noahfels? Nee. Das habe ich doch jetzt nicht verlesen, oder? Nikolas, ja, Noah. Wie auch immer ich auf Noah komme. So, Nikolas Fels. Der wird später mal heiraten. Die hat keinen Ehepartner. Hoi. Da sollte ich mich mal drum kümmern. Ne? Dass die jemanden findet. Vielleicht nicht einen super alten Sack. Hier habe ich ein mögliches Bündnis. Und der hat Ansprüche auf Titel. Ui! Okay. Die werden in mein Haus geboren. Was kann der denn? Graf? Nix. Roll zur Niederlage. Schickte seine Glieder, doch sie fanden nur toten Demütigung. Katastrophale Niederlage. Dies wird sich jeweils der Gottesritter der Unglaube ermutigen. St. Georg hat uns verlassen. Okay. Niederlage. Wir haben verloren. Eifer gesenkt. Euer Begünstigter war geringer als die von 100. Daher bekommt ihr nichts. Wow. Klar, ich habe ja nur mitgemacht. Okay, also als kleiner Pups-Typ an so Kreuzzügen teilzunehmen lohnt sich nicht. Auch interessant. Gut. Mein Kind sollte immer noch verheiratet werden. Beide sogar. Die ist schon 14. Es gibt ein mögliches Bündnis. Oberbürgermeister.
Ja gut, der hat noch nichts. Ne? Ah, doch, der hat schon ein bisschen was. Von Pisa. Wo ist der? Da unten. Naja. Naja. Okay, suchen wir mal jemanden aus, der ein bisschen was kann. Weil der hat... Es sollte auch jemand sein, der passt natürlich. Ne? Die gute hier, die ist tapfer, treuherzig und zufrieden. Und neugierig. Und der ist geduldig, sprunghaft und ein religiöser Eiferer. Frederik ist maßvoll, zynisch und ruhig. Das ist gar nicht so schlecht. Hat aber gar nichts. Er hat gar nichts. Er hat einen Lehnsherrn, das war's. Eltern, Geschwister. Wir haben irgendwas gewonnen. Aber weil ich mich nicht beteiligt habe, kriege ich nichts. Okay, ja, macht Sinn. Also ich würde wirklich gerne hier noch... Bündnis. Herrscher. Oberbürgermeister. Landbesitzend. Ah, okay, der hat nichts. Landlos. Herrscher. Herrscher heißt ja wohl Titel trägt, ja. Nur Herrscher. Dynastie. Na, das macht keinen Sinn. Ansprüche. Beliebig. Durchgesetzt. Hm. Okay. Ja, wenn ich nicht mal Trilliniar mache, dann kriege ich hier Möglichkeiten, ne? Bündnis hat Ansprüche. Aber Ansprüche bringen wir nicht, deswegen. So. Das ist halt die Frage. Also der hat zumindest einen Anspruch. Aber der ist Herrscher. Oberbürgermeister von Pisa. Oberbürgermeister von irgendwas. Der ist unersättlich, ruhig und ehrlich. Das sind jetzt nicht so die geilsten Stats. Für die Gute. Was hat er denn noch für Werte? Ja, komm. Vision des Göttlichen. Mein Bischof, Ottokar, tritt auf einen Wink zu mir in den Kreis aus Messingkugeln und Kerzen. Der Weihrauch. Gestalt von Engeln sehen. Das fühlt sich falsch an. Das hatten wir schon mal. Verliert Meinung, Bildungsleben. Ja. Okay. So, und dann habe ich ja noch ein Kind. Helen. Bündnis wäre natürlich gut. Der hat sogar Ansprüche. Die erhält Zeugs. Wird nicht annehmen. Der wird annehmen. 400. Naja. Der schaut ganz schlimm aus. 500. Okay. Wo hockt denn der? Da unten. Ja, komm, machen wir mal. Seid gegrüßt, ich nehme Verlöbnis an. Cool, gut. Okay. Kriegspunkte, Verteidiger kontrolliert Kriegsziel. Was ist denn das Kriegsziel?
Kann ich jetzt in diesen Krieg Leute hinzufügen? Nein. Das verstehe ich auch noch nicht, wie ich Verbündete hinzufügen kann, weil das scheint ja nicht zu gehen. Ein Sohn! Sehr schön. Arnold. Amelrik. Weichhardt. Nee. Dietrich. Landfried. Landfried klingt gut. In den Krieg rufen. Bams. Oberbürgermeister. Ja, der ist halt. Na. Der Graf. Auch in den Krieg rufen. So. Vielleicht helfen sie mir. Schließt sich an. Sehr schön. So, ich brauche noch Leute. Vorher geht nichts. Da müssen wir jetzt gerade ein bisschen noch warten. Weil die Zeit vergeht. So, schließt sich an. Sehr schön. Der wird wahrscheinlich nie Truppen hinschicken, sondern sagt bloß ja, haha, aber gut, ist halt so. Das ist eine Feindarmee. Die sollte ich besiegen. Schaut's mal, die sollte ich besiegen. Na? Aktuelle Aufgebote, mehr gibt's nicht. So, go. Rennt's mal rüber, fangt's die Armee ab. Und dann können wir mal gucken, ob ich hier was machen kann. Ich kann zwar jetzt noch nichts belagern, aber wenn da Armeen rumstravenzeln, kann ich ihm ja vielleicht wirklich ein Schnippchen schlagen. Vielleicht einen Ritter gefangen nehmen oder irgendwie sowas. Ketzerei. Oh oh. Hat die Welt verkündet, dass er einmal zum Lollardischen Glauben konvertiert sind. Desillusioniert, bla bla. Okay. Frömmigkeit habe ich nicht. Okay, lassen wir das mal. Okay, neuer Glauben, auch interessant. Herrscher gibt sich der Ketzerei in der Ausbildung. Oh, oh, warte, 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 warte. Da waren doch gerade 700 Truppen, oder? Die ist sehr gefährlich. Ja, sie wird Hexe. Okay. Der macht hier eine ganz große Armee. Das ist nicht gut. Ziehen wir uns mal zurück. Sophie ist überzeugt. Oh ja. Okay. Sehr spannend. Oh, dann musst du wohl weiterlaufen. Wenn ich hier jetzt so angegangen werde, ist es nicht gut. Der hat genug. Der hat zwar nur einen Ritter, aber viele Leute. Wahrscheinlich. Jetzt gucken wir mal. Wahrscheinlich sind da Söldner drin, oder? Hallo? Kann ich diese Armee bitte auswählen? Nö, einfach nur Aufgebote. So, ich könnte jetzt natürlich versuchen, irgendwas mit Söldnern zu machen. Nicht verfügbar. So, der macht jetzt hier Stress. Ich würde mich zu sehr verschulden. Nicht verfügbar. Schade. Nein, das kann ich mir alles nicht leisten. Knifflig! Leute, was mache ich hier? Wie mache ich es? Der rennt mir halt ernsthaft jetzt die ganze Zeit hinterher, oder wie? Uff. Das ist ein Verbündeter mit 30 Leuten. Ernsthaft? Also, ich weiß ja nicht, was das bringen soll, aber okay. Sehr interessant.
Jetzt, wo halt keine Truppen sind, müssten die Verbündeten da halt mal reingehen, ne? Und Stress machen, aber wollen sie wahrscheinlich nicht. Ich laufe halt jetzt einmal tausendmal durch die Gegend. Und das war's. Das ist mega seltsam, was hier gerade abgeht. So, jetzt haut er ab. Okay. Da kommt noch eine Feindarmee. Wenn ich die abfangen könnte, das wäre gigantisch gut. Aber unwahrscheinlich. Schwierig, schwierig, schwierig. Na, vielleicht kann ich einen Abfang. Nee, ist mir entkommen. Schade. Schutzwerke und Bollwerke fertig und Mauern. Das ist nice. Da kommt noch eine Armee. Ja, der wird mich komplett weghauen. Keine Chance. Ich kann ja nicht mal was belagern. Das ist halt das Ding. Ich dachte, der hätte keine Truppen gehabt, der Gute. Aber auf einmal hat er ganz viele. Wahrscheinlich, weil die Kriege vorbei sind. Und dann gewinnt er das. Kannst du dich noch irgendwo hin zurückziehen und abhauen? Geht das? Naja, 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 naja. Ich weiß ja nicht so recht. Ich weiß ja nicht so recht. Also das ist schon sehr knifflig. Abtrünniger. Aha. Schauen wir mal. Mach mal hier mal weiter. Ja, keine Ahnung. Ist schwierig. Ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so cool das alles auch ist, ich habe das Gefühl, mega verkackt zu haben. Oh, der Verbündete wird abgefangen. Meine Armee kann fliehen. Okay, geil. Oh, lol. RIP halt, ne? RIP. Also, ich habe schon viele, viele Fehler hier gemacht. Ja. Warum geht das nicht? Okay, Sophia ist erwachsen und erhält... das ist sehr stark. Besitzung unter Belagerung. Ja, bitte. Ah, ich werde belagert, okay. Ja gut, dann wird das jetzt gewesen sein, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen, weil wenn der mir hier das, die Burg wegnimmt und in 6 Monaten ist die Belagerung durch, dann sterbe ich da einfach weg, ne, und das war's dann. Ich werde hier nichts hinkriegen. Groß. Hab mich mit den falschen Leuten angelegt, zu viele Kriege geführt, die ich nicht führen konnte. Und am Ende war es halt einfach sehr schlecht gespielt. Aber mir gefällt das Potenzial dahinter. Ist schon wieder schwanger. Also mir gefällt das Potenzial dahinter wirklich sehr. Eingekerkert. Ich wurde eingekerkert. Okay. Ja. Ich bin wieder frei. Wow. Okay. So sei es. Ja, Frömmigkeit, ich hab's eingesetzt, Papst Victor, bla bla, bumm, Krieg vorbei, okay. Gut, also ich werde... Verlobte können heiraten, das ist gut. Ich werde jetzt hier mal Schluss machen, weil das ist nix. Ich dümpel nur noch rum, ich komme nicht zur Potte und eigentlich habe ich die Grafschaft erfolgreich in den Ruin getrieben. Das hier war dämlich. Der Glaubenskrieg war dämlich, der Exkommunionistenkrieg war dämlich, Verbündete in der Ferne zu haben, die nichts können, ist dämlich, schüchtern sein ist dämlich. Ich habe so viele Fehler gemacht, der Krieg hier war auch dumm. Ich habe nicht aufs Gold geachtet, für die Söldner, auch sehr wichtig zu beachten. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal Ende. Ich dachte zwar, ich spiele es durch bis zum Ende,
Ende, bis zum offiziellen Ende. Ich muss aber gestehen, dass mir dieser Durchlauf keinen großen Spaß mehr macht, weil ich einfach total überfordert bin mit der Schwierigkeit, in die ich mich selber manövriert habe. Na, das mit den Hexen ist lustig, glaube aber, ist ein sehr langfristiges Ziel. Ich habe die Hälfte meines Hauses umgebracht in Kriegen und Zeugs. Läuft nicht, ne? Ist einfach nicht gut. Deswegen probieren wir das an anderer Stelle nochmal. Vielleicht mit dem gleichen Haus, mal gucken, vielleicht auch was anderes. Da nach der Farbe zu gehen, war halt auch ein bisschen dumm. Ist einfach so. Das werde ich nächstes Mal außen vor lassen. Und dann gucken wir mal, wo wir uns hinstellen. Vielleicht spielen wir was da unten. Oder hier oben, hat auch eine interessante Geschichte. Oder wir gehen nach Bayern, wo ich eh hingehöre, eigentlich, ne? Können wir mal gucken, hier so München zum Beispiel. Baronie in München, bam. Hier, passt doch. Herzog Bayern. Dass wir da einfach mal starten. Und dann gucken wir mal. Ne? Okay, dann beende ich das hier. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ich lade das auch noch hoch. Das andere ist nämlich schon oben. Und dann gucken wir. Fruchtbare Lenden. Geil. Okay, cool. Cool. Nee, war aber sehr cool mal, um das Spiel so zu sehen und zu lernen. Ich werde bestimmt nächste Woche noch mehr spielen. Sehr sicher bin ich mir da. Das ist nicht nur, weil ich es jetzt gekauft habe und spielen muss, sondern weil es schon sehr interessant ist. Aber ich muss gucken, dass ich da einfach nicht alles klicke, was ich klicken kann. Ne? Mir wird da vorgeschlagen, bam, ich kann Krieg machen, bumm, mache ich Krieg. Ich kann mich da an... Nee, so funktioniert das nicht. Also man muss wirklich nachdenken, was macht man, was will man. Und ich spiele bestimmt nicht nochmal mit einem schüchternen Charakter. Das mit der Anspannung hatte zwar jetzt nicht diese schlimmen negativen Auswirkungen, aber jede Entscheidung, die mit Leuten zu tun hatte, war halt schon mit einem Malus versehen und das gefällt mir nicht. Deswegen schauen wir mal, vielleicht spiele ich wirklich was in München. Mal gucken, das fände ich interessant. Vielleicht nicht ganz so klein, aber ja. Na, Salzburg, man müsste München irgendwo, da ist Ulm, wo ist München? Da. Na, hier zum Beispiel. Baronie von München. Da sehe ich mich doch. Na. Also da kann man bestimmt was machen. Ja. Na, also hier zum Beispiel. Herzogtum Bayern. Fürstentum Salzburg, Königreich Bayern. Ja, ich glaube nicht, dass ich gleich mit einem Herzogtum anfangen werde, weil dann habe ich halt viele Dingsies. Aber mal gucken. Mindestens mit einer Grafschaft, aber vielleicht auch ein Herzogtum, dass ich nicht ganz so winzig bin. Aber das wäre mir schon zum Starten zu groß eigentlich. Das ist schon sehr groß. Aber schauen wir mal. Gut, hier bin ich erstmal durch. Ich danke wieder fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen sehr war vielleicht, weil Geschichte haben wir jetzt nicht wirklich viel erkunden können. Weder unsere noch die des Reiches und so. Ich hab erstmal das Spiel erkundet tatsächlich. Ging. Und nächstes Mal, denke ich mal, können wir da besser eintauchen. Und dann werde ich versuchen, klüger zu handeln. Auf mehr Dinge zu gucken bei Kriegen. Ich muss aber noch herausfinden, wie ich Verbündete bei einem Krieg nachträglich hinzufügen, weil beim Ex-Kommunistenkrieg ging das nicht. Bei anderen Kriegen ging das, glaube ich, schon. Da fehlt mir so ein bisschen die Übersicht der Menüpunkte. Aber das findet sich alles. Also, dann sage ich hier erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.